Hallo und herzlich willkommen zum Schulmediationskongress 2023. Ich freue mich sehr, das dritte Mal zu Besuch zu haben, Gesine Otto. Hallo Gesine, herzlich willkommen. Hallo Christa. Wunderbar, dass du das dritte Mal dabei bist und wer schon von den BesucherInnen mehrmals dabei war, der weiß ja, dass du Mediatorin bist, dass du Sozialpädagogin bist, Moderatorin für das systemische Konsensieren, da haben wir letztes Jahr darüber gesprochen und du bist die Expertin auch für Rot, Gelb, Grün. Das war auch schon Thema hier und heute ein ganz anderes Thema, nämlich das Riemann-Thomann-Modell. Und das Riemann-Thomann-Modell wird vielen unserer ZuschauerInnen ein Bild sein, und zwar haben sie dann wahrscheinlich vier Pole im Gedächtnis. Das ist einmal Nähe, Distanz, das ist aber auch Dauer und Wechsel. Und man hat es in Erinnerung, ein Modell, wo also ein Kreuz ist und diese vier Begriffe, die ich eben genannt habe, die stehen an den Enden dieses Kreuzes. Und das ist ja ein Persönlichkeitsmodell, was ja in Ausbildungen gelehrt wird und was eigentlich auch ein ganz, ganz praktisches Modell ist. Und deshalb ist es wunderbar, dass wir uns heute in dieses Modell hineinbegeben können, von diesem Modell lernen können und dass du als Expertin uns mitteilst, wie ist denn überhaupt diese Geschichte dieses Modells? Sind ja zwei Namen in diesem Modell. Haben die das zusammen gemacht oder nacheinander? Wie sieht es also aus? Und aber auch, was sagt uns dieses Modell für die Mediation und was sagt uns dieses Modell für den Schulkontext? Also, lange Vorrede, wir legen los. Was hat es auf sich? Was ist, kurz gesagt, das Riemann-Thomann-Modell? Ja, also das Riemann-Thomann-Modell. Der erste Name ist ja Riemann. Es geht um Fritz Riemann. Fritz Riemann ist 1902 geboren und 1979 gestorben. Er hat das sogenannte Buch geschrieben, Grundformen der Angst. Und zwar, wie man es hier ja auch lesen kann, 1961. Mhm. Ich habe eine Ausgabe von 1998. So sah das damals aus. Das hat sich natürlich auch vom Cover her verändert. Grundformen der Angst. Also hier steht gar nicht Riemann-Modell zum Beispiel. Das war ihm vielleicht da noch nicht so bewusst oder wie auch immer. Das weiß ich natürlich nicht. Ich bin 72 geboren. Dass das ein Modell wird, das Riemann-Modell. Und er hat eben vier verschiedene Grundbestrebungen beschrieben. Jede Grundbestrebung wird ein Kapitel, also dem gewidmet. Und die sind jetzt hier so nebeneinander. Im Buch kommen sie halt nacheinander. Mhm. Wollen wir kurz erstmal den zweiten Namen? Genau, das ist das eine. So sieht es bei ihm sozusagen aus. Das andere kommt dann später, was da noch draufsteht. Und dann haben wir eben Riemann-Thomann-Modell. Christoph Thomann. Er ist 1950 geboren und hat unter anderem das Buch Die Klärungshilfe verfasst. Konflikte im Beruf. Meine Ausgabe in Mainz, da bin ich ja auch her und habe es gerade letzte Woche bei einer Seminarveranstaltung in der Hand gehabt, habe es aber in Mainz gelassen, ich lebe in Wien und du hast es aber da, dann kannst du es mal. So ist es. Da ist die Klärungshilfe Konflikte im Beruf. Genau, da also ist das. Christoph Thomann, der zweite Name. Genau, da ist das sogenannte Riemann-Thomann-Kreuz drin veröffentlicht. Er hat es zum ersten Mal veröffentlicht im Rahmen seiner Dissertation 1968. Das müsste ich gleich nochmal nachschauen. Das tue ich direkt, damit ich das auch richtig sage. Er hat es 86, genau, ich musste die Zahlen mal falsch rum. 1986 hat er zum ersten Mal das Kreuz sozusagen veröffentlicht. Und hier ist noch was ganz Neues. Hier hat er das Vorwort geschrieben, also nicht das Buch an sich. Das Buch ist von Herrn Nico H. Fleisch geschrieben und es geht eben um das Riemann-Thomann-Modell, beziehungsweise Kreuz. Und das Buch heißt Das Quartett der Persönlichkeit. Das ist jetzt ganz frisch im Vergleich zu den anderen Büchern, die wir hier hochhalten oder benennen. Das ist von 2020. Ich hatte das Glück, dass ich gestern auch mit Herrn Thomann sprechen konnte, gerade auch, wie du es ansprichst, mit den beiden Namen.
Da kommen wir auch noch zu, wie es dazu kam und so weiter. Und deswegen ist das jetzt ganz frisch für mich. Er hat mir auch das Vorwort geschickt, da konnte ich dann schon mal Einblick nehmen und auch wie Thomann zum Riemann-Modell gekommen ist, weil die zeitlich nacheinander anzusiedeln sind, allein wie man es hier sieht. Also Thomann war 11 Jahre, als Riemann das Buch geschrieben hat. Genau, die haben sich sozusagen, auch nie sind sie sich begegnet. Aha, wunderbar. Also ist es doch was Nachfolgendes, wenn ich das jetzt so sehe, ne? Ja, also wenn man so möchte. Zuerst mit der, und dann Thomann dann darauf folgen. Du hast genau. Ja das darf Buch, also... Darf ich es kurz noch zeigen? Dann haben wir auch da die beiden Karten. Hier war das nochmal zur Erinnerung. Von Riemann, die 4 Typen, Grundbestrebungen nacheinander, kapitelweise erklärt in seinem Buch Grundform der Angst. Und hier haben wir eine andere Darstellung, nämlich als Kompass, als Kreuz. Das ist jetzt das sogenannte Riemann-Thomann-Kreuz, wenn man so möchte. Und wenn man so möchte, wäre das das Riemann-Modell. Das ist im Prozess und jeder schaut so ein bisschen, wie kann man das jetzt sauber benennen, um alle zu würdigen, die da ihren jeweiligen Anteil geleistet haben. Und Herr Thomann sagt auch total sympathisch, er ist so dankbar, was für ein wundervolles Werk Riemann mit seinem Modell geschaffen hat. Und er ist da auch sehr bescheiden, dass das das Riemann-Thomann-Modell genannt wird. Für ihn ist es auch ein Beziehungsmodell. Und für Herrn Riemann war es definitiv ein Persönlichkeitsmodell. Das sind nochmal andere Zugänge oder Schwerpunkte. Mhm. Wunderbar, da kommen wir ja auch noch da drauf. Ich resümiere nur noch einmal, das ist das Riemann-Modell und das Riemann-Thomann-Kreuz sozusagen. Damit ist es genauer benannt, was da ist. Jetzt hast du das ja... Ja, jetzt hast du das ja auch kennengelernt. Das heißt, du hast das Buch von Riemann damals gelesen. Wie ist dein Zugang gewesen? Ja, ich habe das Buch gelesen, da war ich 21. 1993 wurde mir das Buch empfohlen, aufgrund von Gesprächen und den Inhalten. Und ich fand das ein ganz interessantes Buch. Dann hatte ich im Jahr 2000 einen Test kennengelernt zu dem Buch von einer Kollegin, weil wir zu viert und sie war ganz neu, direkt nach ihrem Beginn mit noch 2 Kolleginnen zusammen eine Klassenfahrt geleitet hatten, also sogenannte Reflexionstage für 9., 10. Klasse. Und sie meinte, wenn wir da so als Team zusammen auftreten und sie die anderen 3 inklusive mich ja gar nicht kennt, weil sie neu dazugekommen ist, fände sie das ganz toll. Das hat sie gerade im Studium kennengelernt. Ein Test zum Riemann-Modell. Und ich dachte, ach Riemann, das habe ich doch schon mal gelesen, ist 7 Jahre her. Und da haben wir diesen Test gemacht und da geht es darum, jeden Anteil sozusagen zu sehen. Im Unterschied zum Buchlesen, da habe ich eher geschaut, wo sehe ich mich und die anderen 3 nicht Typen. Und hier sieht man zu jedem Typ seine Anteile und auch nirgends wird eine 0 auftauchen oder auch eine 100%. So ist zumindest bisher meine Erfahrung. Und ich habe dann angefangen, ich weiß es nicht mehr genau, wann, ungefähr 2007, das kann aber auch 2008 gewesen sein, ich weiß nicht mehr so genau, besonders dann eben in meinem Lehrauftrag, den ich 7 Jahre an der Katholischen Hochschule in Mainz hatte für Sozialpädagogik, soziale Arbeit. Jedes Jahr habe ich das mit den neuen Studierenden gemacht, die waren immer im 4. bis 6. Semester. Und ich habe es dann sogar auch schon mit Kindern angewandt. Die Jüngsten waren dann doch 10, obwohl ich sagte 12 und auch mit bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen. Und die Ältesten, ja, sind ungefähr über 60. Alle Berufsgruppen, Schularten, wie eben auch gerade junge Erwachsene im Freiwilligen Sozialen Jahr, Bundesfreiwilligendienst oder auch im Studium oder Sporttrainerinnen. Das sind verschiedene Zielgruppen. Das heißt also, du arbeitest eine ganze Weile schon mit diesem Modell, mit diesem Kreuz oder mit diesem Persönlichkeitsmodell, was da also hintersteht. Und hast anscheinend sehr gute Erfahrungen gemacht und es ist nutzbringend für alle. Ja, definitiv. Also wir sehen da sozusagen, können nochmal einen anderen Blick auf Konflikte und Kommunikation und Beziehungen in Streitsituationen werfen. Das wird zum Beispiel vielleicht ein Verständnis entwickeln. Also ich nenne das dann manchmal, wie ticke ich und mein Gegenüber? Also mehr Verständnis für einen selbst zu entwickeln aufgrund dieses Modells, wie auch die Menschen, mit denen ich enger verbandelt bin, ob jetzt privat oder beruflich, Familienmitglieder, Freundeskreis, Partnerschaften, Beziehungen, wie auch eben natürlich im Arbeitskontext. Da zu schauen, gibt es da vielleicht mehr Übereinstimmung oder eben Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Unterschiede zwischen uns und auch wie bereichernd eben gerade die Unterschiede sein können. Und muss das dann zum Konflikt führen, ja oder nein? Oder können wir auch sagen, entweder liebevoll lächeln, mit den Unterschieden umgehen, die nicht unsere sind,
oder eben auch ja, verständnisvoll auf jeden Fall und nicht den anderen degradieren, weil er vielleicht anders ist als ich. Ja, also das macht schon mal ganz neugierig, wie ticke ich, wie ticken die anderen, wie hat das mit Konflikten zu tun und so weiter und so weiter. Aber um da noch ein bisschen näher, sage ich mal, uns anzupirschen, kann ich mir gut vorstellen, dass es nochmal gut ist, so diese Logik der Entstehung des Kreuzes, des Modells aufzubauen. Vielleicht erzählst du uns da, was es für die verschiedenen Stationen gab. Ja, also fangen wir mal eben mit dem Ursprung an, dem Original, dem Riemann-Modell. Ich habe schon erwähnt, in jedem Kapitel, also es sind 4 Kapitel, ich kann es kurz mal in die Kamera halten, widmet er sich einem Typ. Er kommt aus der tiefen Psychologie, das heißt, er hat einen sehr psychologischen Ansatz und hier sind sozusagen 4 verschiedene Krankheitsbilder genannt. Das ist auch im Original eben, hier sieht man Schizoid, depressiv, zwanghaft und hysterisch als Schwerpunkt. Und er beschreibt erst sehr allgemein, dann zu bestimmten Kriterien und Themen und dann letztlich auch, wenn das zu arg sich entwickelt, vertieft, der Tunnelblick entsteht und man ausschließlich sozusagen nur noch auf wenigen Tastaturen, der gesamten Klaviertastatur sich befindet, kann sich mit noch verschiedenen Bedingungen die jeweilige psychische Erkrankung entwickeln, ausbilden. Das kann passieren. Das ist auch sehr interessant, gerade bei psychischen Erkrankungen, da sich auch Input zu holen, wenn man damit irgendwie zu tun hat und eben jetzt natürlich dann zu entsprechenden Fachrichtungen weiterreichen würde. Aber für uns so im allgemeinen Verständnis kann man da sehr gut Einblick erhalten. Also das heißt, er kam aus der Psychologie und er hat in seinem Vorwort, was ungefähr 12, 13 Seiten oder so umfasst, hat er sehr interessant die Entstehung für ihn beschrieben, wie er auf das Modell kam. Und er hat sozusagen in die Astronomie geblickt, also nicht Astrologie, sondern Astronomie, und sagt, die Erde dreht sich um sich selber, hat er sich so überlegt, das ist erstmal wichtig, dass das Ganze funktioniert. Und daraus hat er dann die menschliche Lebensaufgabe entwickelt, sich um sich selbst kümmern. Das kann ich auch kurz hier zeigen. Er sagt sozusagen, die Erde, Moment, das ist jetzt ein bisschen durcheinander. Es geht darum, also als Mensch ein Individuum zu werden, als Lebensaufgabe. Parallel, sozusagen analog zu dem, was die Erde macht, nämlich ja, die Umwälzung. Also die dreht sich um sich selber. Mhm. Das ist der eine Typus, bei ihm die Eins. Also das erste Kapitel ist hier, dass diese Aufgabe, ein Individuum werden, ist wichtig für uns als Menschen von klein auf. Und er hat dazu auch immer sehr interessant, ich kann das jetzt auch kurz halten, in die Literatur geschaut und nach einem Zitat geschaut. Ich hoffe, so ist es lesbar. Auf, lass uns anders werden als die vielen, die da wimmeln in dem allgemeinen Haufen. Entsprechend hier das, der Zitatgeber, das ist schon etwas älter, das muss ich nicht vorlesen, das kann ich auch so in die Kamera halten. So alt, ich sehe hier 1880, ist eben dieses Zitat. Das hat er dazu genommen, um zu erklären, was es hier geht. Das ist die Aufgabe der Erde, was sie zum Glück macht, sich um sich selber drehen. Das ist die Aufgabe des Menschen, die er daraus abbildet. Und jetzt kommt Thomann ins Spiel, der jetzt nicht mehr sozusagen, jetzt, ich habe jetzt auch extra keinen Zettel in Bezug auf meine Zielgruppen, dass jetzt hier Schizoid nochmal groß steht, sondern das ist der Begriff, den du auch schon erwähnt hast, die Distanz. Okay. Das findet sich dann da drin. Das ist sozusagen, dass er den Weg genommen hat. Ja, das ist die Entwicklung von dem Ursprung zum Thema Distanz. Ja. Dann der nächste Schwerpunkt ist dann ja Moment, jetzt muss ich schauen, das ist hier irgendwie ein bisschen durcheinander. Die Nähe, ne? Und zwar kommt jetzt die Nähe und er sagt, die Erde dreht sich nicht nur um sich selber, sondern die dreht sich auch eben um die Sonne. Die Sonne, schaue ich, dass ich hier den richtigen Zettel habe. Und zwar, hier ist was verrutscht. Es tut mir leid, das ist jetzt auch spontan. Gleich habe ich ihn wohl, sonst nenne ich ihn. Also die Erde, die sich um die Sonne dreht. Irgendwas ist hier gerade gerutscht. Ich kann es auch nachher nochmal korrigieren oder so. Auf jeden Fall hat er hier auch einen Spruch. Vergiss dein Ich, es geht jetzt um die anderen,
dich selbst verliere nie. Das ist wirklich wie ein Widerspruch und gleichzeitig geht es um beides. Und besonders jetzt erstmal, der Schwerpunkt liegt dann bei dem Typus, vergiss dein Ich. Konzentriere dich auf die anderen. Okay. Die Erde dreht sich um die Sonne. Mhm. Und daraus kommt dann eben die menschliche Aufgabe, sich einordnen in ein großes Ganzes. Mhm. Daraus dann der Thomann-Begriff, Christoph, die Nähe. Mhm. Ich muss jetzt gerade gestehen, irgendwas ist hier verrutscht. Ich weiß nicht, ob die Umwälzung nicht sogar zu dem gehört. Also irgendein Zettel fehlt mir gerade. Aber ich denke, das Wichtigste... Das ist, glaube ich, überhaupt gar nicht so genau. Schön gesehen. Das Wichtigste bleibt hängen. Die menschliche Aufgabe aufgrund der Astronomie abgeleitet und dann hier eben die Nähe im Schwerpunkt. Mhm. Dann gehen wir weiter. Schon mal Nähe und Distanz genau. Als Pole, ne? Die beiden als Pole, wobei Riemann sie eigentlich wahrscheinlich alle nebeneinander sah, gleichwertig und nicht so eine Verbindung gesehen hat, wie dann interessanterweise Christoph Thomann herausgearbeitet hat oder ihm in den Sinn gekommen ist. Dann haben wir die Nummer 3 sozusagen. Da geht es jetzt um die Schwerkraft, also nicht nur, dass die Erde sich um sich selber dreht und um die Sonne, sondern dass sie eben auch in der Umlaufbahn bleibt. Gibt es zum einen die Schwerkraft, das ist wieder jetzt von der Erde gesehen, astronomisch. Den Begriff habe ich dann auch dann erst gelernt, Zentripetale. Jemand, der sich in den entsprechenden Naturwissenschaften auskennt, der kennt natürlich direkt den Begriff. Und die menschliche Aufgabe ist die Beständigkeit. Und daraus kommt wieder ein Spruch, also dazu von Hermann Hesse. Einmal zu Stein erstarren, einmal dauern. Diese Sehnsucht steckt hier drin nach der Dauer. Kommt mir schon, das ist der Begriff dann von Thomann. Ja. Sehnsucht nach der Dauer, einmal alles festhalten. Wir wissen, das Leben ist im Fluss, es verändert sich jeden Tag, jede Sekunde ändern wir uns, nicht nur am Geburtstag, schwupps, ein Jahr älter, aber wir zählen ja nicht jede Sekunde und jeden Tag dazu, sondern eben dann die Jahre, manchmal die Monate. Und jetzt haben wir noch den vierten, nämlich... Da habe ich es übrigens. Ich korrigiere gleich. Das war verrutscht, der Zettel. Also jetzt das vierte ist, die Erde wiederum hat die Fliehkraft. Den Begriff hatte ich in Schulzeiten auch schon mal gehört. Zentripetale, die Fliehkraft. Ähnlich wie in der Waschmaschine. Es wird aber, die Wäsche wird zum Glück zusammengehalten, wenn sie da rumfliegt und gewaschen wird. Die Fliehkraft, dass die Umlaufbahn mit der Erde so alles klappt. Und aus der Fliehkraft hat Riemann dann weiterentwickelt, aus der Erdaufgabe, die menschliche Aufgabe, Menschenaufgabe für uns Menschen, die Veränderung, damit umzugehen und so weiter, die Veränderung. Und dann kommt wieder ein Spruch, ein ganz besonders schöner, den wahrscheinlich einige, die hier zuschauen, schon kennen, wieder von Hermann Hesse. Vielleicht kommt jemand selber schon drauf, wenn es um Veränderung geht und um den Wechsel, der Begriff von Thomann. Das Zitat aus dem besonderen Gedicht Stufen. Mhm. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber in uns. Das ist jetzt wieder eine Sehnsucht sozusagen des Menschen, der den Schwerpunkt in der Veränderung hat. Oder eben von Thomann der Begriff im Wechsel. Diese Sehnsucht, also da stecken für mich Sehnsüchte drin. Und natürlich dann die Ängste, wenn ich das nicht bekomme in dem Maß, wie ich es brauche. Und dann können sich die psychischen Erkrankungen entwickeln. Und jetzt ist mir das wirklich so verrutscht. Das erste war, jetzt können wir es auch nochmal wiederholen, der erste Typus, hier haben wir sie ja auch nochmal von Riemann, der erste Typus war das mit der Erde und da ist eben der Zettel falsch gewesen, das ist die Eigendrehung, das ist die Rotation. Und dann die Depression hier, die entwickeln kann, oder die Nähe ist dann, das hatte ich falsch gehalten, die Umwälzung, das ist die Revolution, da wird was umgewälzt. Das war jetzt das sogenannte Riemann-Modell, Grundform der Angst aus diesem Buch. So haben wir einmal alle vier Typen kurz erfahren können. Und es ist wirklich dann zum Beispiel interessant, ich mache es an einem Beispiel fest, wir müssen sonst nicht da tiefer einsteigen für den Moment, und zwar der Typus mit der Nähe, wie wichtig das ist, wenn ich die Nähe brauche und wie tragisch es werden kann, wenn ich sie nicht in dem Umfang bekomme,
wie ich das Gefühl habe, dass ich sie brauche. Es kann dann auch Konflikte geben, wenn man zum Beispiel gerade in einer Partnerschaft oder auch beruflich zusammen mit jemandem viel zu tun hat, der den Schwerpunkt in der Distanz hat. Das ist ja so ein Gegenpol. Und wenn der eine immer mehr zurückgeht und der andere will aber immer mehr die Nähe, kann sich das immer mehr steigern. Der geht noch mehr zurück, der will noch näher. Also das kann sich so, da gab es mal früher zu meiner Jugend auch ein Buch, Wenn Frauen zu sehr lieben. Also das kann sich sowas entwickeln. Und das Tragische ist, wenn Menschen, die eine Depression entwickeln, die eigentlich in die Nähe wollen und sie nicht so bekommen, wie sie brauchen, mit vielen Sachen, die noch dazugehören und dazukommen können und die eigene Resilienzerfahrung nicht so stark ist und was auch immer, Frustrationstoleranz, kann sich eine Depression entwickeln. Und dann wird es insofern tragisch, so wie ich es kenne, aus verschiedensten Zusammenhängen, dass man sich dann immer mehr zurückzieht im Schwerpunkt der Nähe, die man nicht so bekommt, wie man braucht, das als leidend empfindet. Mir fehlt wie die Luft zum Atmen, die Nahrung zum Essen für meine Seele. Ich gehe immer mehr zurück, ziehe mich zurück. Ich gehe gar nicht mehr aus dem Haus. Ich übertreibe jetzt schon ins Extrem. Dann Depression. Ich bin niedergeschlagen. Ich schaffe schon gar nicht mehr aufzustehen. Ich bleibe im Bett liegen. Ich bin niedergedrückt. Und dann können Menschen vielleicht gar nicht damit so umgehen, weil sie gar nicht denken, der will die Nähe, weil er sich so zurückzieht und fast wie Distanz wirkt, weil er weggeht. Mhm. Und dabei will er ja hin. Also das ist eine ganz, ganz tiefe und wesentliche Dynamiken. Und da mehr zu verstehen, zum Beispiel durch das Riemann-Modell, und wie können wir auf Menschen reagieren, die einen Schwerpunkt in der Nähe haben oder der Distanz etc. Mhm. Hat man denn von jedem etwas oder ist man sozusagen eher in einem Pol beheimatet? Wie sieht das aus? Ja, da gibt es sozusagen bisher definitiv, also laut Riemann haben wir unseren Schwerpunkt. Herr Schulz von Thun arbeitet auch mit dem Riemann-Modell und hat einen sehr schönen Begriff, finde ich, nämlich das Heimatgebiet. Das ist so die Idee, wir haben so unsere Schwerpunkte, die sich vielleicht auch im Laufe des Lebens ändern können und so weiter. Und wir haben unsere Schwerpunkte. Und ich habe ja, weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, mit Herrn Thomann gestern sprechen können, weil ich auch mit diesem Riemann-Thomann-Modell, von wem ist was und so weiter, gut damit umgehen wollte hier für unser Interview. Und er ganz nett sich Zeit genommen hatte und wir sogar dreimal gestern telefoniert haben und ge-emailt noch mehrfach. Für ihn ist es eher so, dass er sagt, wir haben von allem vergleichbar gleich viel sozusagen und die Schwerpunkte zeigen sich im Konflikt. Deswegen nennt er es auch dieses Beziehungsmodell als Beziehungsmodell mehr, dass sich das zeigt in Konfliktsituationen fast ähnlich, wenn man einem das was sagt, wie das Teufelskreismodell. So habe ich es jetzt wiederum verstanden durch das Gespräch gestern oder die Gespräche. Es würde mich jetzt ja auch sehr neu gewesen, wie er das so konkret sieht. Sprich, das zeigt sich eher im Konflikt und Riemann sagt, das zeigt sich generell. Das kann man so vielleicht auch nochmal unterscheiden. Das sind unsere Schwerpunkte. Und als ich das selber las, habe ich gedacht, ja, hier kenne ich, mit dem kann ich so gar nichts anfangen. Dann schaut man so voll auf den Typ, wenn man wenn man es alleine liest. Hier dachte ich, ja, da kenne ich einiges auch familiär. Hier kann ich auch wieder familiär was mit anfangen und hier mit dem gar nichts. Und habe das auch gar nicht verstanden, was das da hinten soll, im Typ, in dem letzten großen Kapitel dann. Und beim Test kamen dann ganz andere Sachen raus, auch sehr interessant. Es gibt einen Test dazu, mit dem ich arbeite. Und dann sieht man die verschiedenen Anteile, die man hat von den verschiedenen Typen. Und mit diesem Test arbeite ich eben ungefähr seit dem Jahr 2007. Habe ich ja am Anfang gesagt, bin ich mir nicht ganz so sicher, welches Jahr das anfing. Und ich habe noch nie erlebt, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Test schon mit Gruppen gemacht habe und wir den ja auch danach besprechen. Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand null sozusagen Anteil hat bei einem Typ und auch noch nie den vollen 100% Anteil sozusagen, sondern dass das verteilt in verschiedenen Schwerpunkten oder eben dann Heimatgebieten. Ja, das heißt also, es gibt einen Test, mit dem kann ich herausfinden, bin ich jetzt der Nähe-Typ, der Wechseltyp, der Distanztyp, also welcher Typ bin ich oder zwischen welchen liege ich sozusagen, ja? Genau. Das gibt es? Genau, also mit dem Test, ich kenne keinen anderen Test. Vielleicht gibt es noch andere, also ich bin jetzt auch jetzt nicht, also in allem natürlich so bewandert. Und zwar habe ich einen Test damals eher im Jahr 2000, also das Buch war ja 93 und diesen Test habe ich dann hier kennengelernt
und dann eben verwendet. Es ist sehr umfangreich, was, denke ich, für den Test spricht, dass es nicht so ein oberflächliches Larifari ist und für jede Unterhaltungszeitschrift gedacht ist, sondern wirklich, wer sich damit beschäftigen will, und zwar aus einem Buch. Dieses Buch hat Reinhold Rute verfasst. Ja, da können wir ehrfurchtig aufs Alter schauen und rechnen, wie alt ist er heute? 1927 geboren, und er hat dieses Buch geschrieben 1998. Hier ist das Buch, mit dem ich arbeite, und es basiert ja ungefähr vielleicht so 95% neben den einleitenden Sachen oder 97% basiert es auf dem Riemann-Modell. Und er beschreibt auch nochmal hier sehr anschaulich die Typen. Und am Ende, das ist hier das Lesezeichen, hat er eben diesen Test veröffentlicht. Ich mache hier einfach mal nur für so einen ersten Eindruck. Da geht es, glaube ich, los. Und das sind 160 Fragen. Man Aha. kann sich nur ausschließlich entscheiden zwischen Ja oder Nein. Es gibt keine Zwischentöne, kein trifft etwas zu oder teilweise oder voll oder eben nicht, sondern ja oder nein. Da er auch viel mit Verneinung arbeitet, teilweise auch sogar mit Doppelverneinung, habe ich mir angewöhnt, dass ich hier drüber schreibe, trifft zu, trifft nicht zu, weil das dann noch mal ein bisschen verständlicher ist, wo mache ich jetzt mein Kreuz? Also ich habe das alles abgetippt, weil sonst ist das schwer kopierbar und handelbar in Seminaren. Und das heißt also ganz kurz, ich fülle 160 Fragen aus und finde dann heraus, dass ich mehr jemand bin, der die Distanz braucht, die Distanz, sich in der Distanz wohlfühlt, als in der Nähe zum Beispiel. Zum Beispiel, so erlebe ich diesen Test und arbeite eben sehr lange damit und habe damit wirklich also sehr, sehr gute Erfahrung, insofern, dass die Rückmeldungen auch immer sehr intensiv sind und es auch gut geht. In Seminarveranstaltungen, zum Beispiel bei der Sportjugend Hessen habe ich es verwandt, bei entsprechenden Fortbildungen, wenn Menschen sich zum Beispiel nicht gut kennen und dann auch wieder auseinandergehen. Beim freiwilligen sozialen Jahr kennen sich schon die Menschen in der Regel aufgrund der Seminarwochen. Aber da hatte ich auch schon einzelne Wochen und ausschließlich zum Thema Persönlichkeitswerkstatt etc. und dann eben diesen Test gemacht. Das heißt also, wenn sich jemand einschätzt, kann es dann auch sein, dass die Einschätzung bei einem anderen Persönlichkeitstyp liegt, wie der Test dann ergibt? Oder? So war es bei mir. Also ich hatte das ja 93 gelesen und hatte mich bei dem einen Typ mehr so ansatzweise gesehen, der Typ 2, und bei dem Test kam raus, mein absoluter Schwerpunkt ist bei 4. Und ich so, mit dem kann ich doch gar nichts anfangen. Das war dann wirklich so eine klassische Erfahrung von blinder Fleck. Also der Test, wie kommt das, wollte ich gerade fragen. Also wenn ich den Test hätte steuern können, hätte ich mich nicht dahin geschoben, weil ich mit dem Typ ja nichts anfangen kann. Also das fand ich für mich sehr erhellend. So habe ich das erlebt. Ja. Und das heißt, du hattest dann sogar einen Aha-Effekt, als du das mitbekommen hast oder als du dann gesagt hast, es stimmt eigentlich, was der Test mir sagt, da ist auch etliches. Absolut. Also erst dadurch habe ich viel mehr gesehen. Also es war wirklich für mich, da ging sowas so wie so eine Tür auf, der ich vorher mich verschlossen hatte, weil ich dachte, damit kann ich gar nichts anfangen. Ja. Und das heißt das ja, nicht, solche. Das heißt ja, das ist aber durchaus sinnvoll, so einen Test zu machen. Also ich erlebe das so, aber gleichzeitig sage ich auch, also wir haben verschiedene Persönlichkeitsmodelle, die wir vielleicht kennen, ob das das Enneagramm ist oder das Riemann-Modell. In meiner eigenen Mediationsausbildung, die ich 1999 gemacht hatte, hatten wir ein ganz tolles Modell. Das gibt es aber leider nicht verschriftlicht, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Von meiner Ausbildungsleiterin hieß es, das wäre von jemand aus Amerika, und sie hat es auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Das ist das sogenannte Konflikttypenmodell mit 8 verschiedenen Schwerpunkten. Mit dem arbeite ich sehr, sehr gerne. Das Riemann-Modell hat 4 Typen, wie wir jetzt schon erfahren haben. Damit arbeite ich auch sehr gerne, weil es so verbreitet ist. Von der Differenzierung her ist das Konflikttypenmodell, das sogenannte, sehr intensiv und sehr interessant. Und ich habe manchmal Gruppen, da mache ich dann vormittags das Konflikttypenmodell und nachmittags das Riemann-Modell, wenn es so ausgeschrieben ist als Tagesveranstaltung oder im Rahmen einer Seminarwoche zum Thema Konfliktmanagement etc. Also das ist dann die, dann ist das voll, also dann, wenn man beide sogar hat, die haben auch eine Verbindung, kann man sehen, sehr intensiv. Das Riemann-Modell ist alleine auch schon sehr intensiv. Aha. Ja, und hast du gesagt, 160 Fragen. Das dauert ja eine ganze Weile.
Ja, genau. Also auch letztlich ist ein ökologisches Thema. Das mache ich natürlich dann beidseitig ausdrucken, wenn man es haptisch möchte. Jetzt durch das Online-Thema hatte ich jetzt natürlich die letzten 2 Jahre regelmäßig Veranstaltungen dann eben online mit dem Riemann-Modell. Und dann habe ich Sachen entwickelt, dass man auch nicht zu Hause ausdrucken können muss natürlich und dass man das online ausfüllt, indem man handschriftlich sich einen Zettel macht. Ich zeige das jetzt mal, was ich mittlerweile mache. Also original hatte ich ja eben, ich zeige es mal, das ist dann der Test, wie ich ihn abgetippt habe. Also immer die Frage, das ist noch die Originalversion, dazu sage ich auch gleich was. Und dann eben trifft zu, trifft nicht zu. Dann, wenn man das Papier halt verwendet, kann man es nicht nochmal verwenden. Natürlich kann man es per E-Mail schicken und so weiter. Man kann es aber auch hier gar nicht ausfüllen, sondern eben sich selber einen Zettel machen. Das ist dann hier schon von mir mal ausgefüllt, wie ich das jetzt bei einer der letzten Veranstaltungen ausgefüllt hatte. Man macht immer die Kreuzchen. Hier habe ich jetzt wieder trifft zu, nur mit Ja abgekürzt und trifft nicht zu mit Nein, weil nicht so viel Platz war. Und dann soll man hier eben freilassen. Und dieses Papier muss man auch nicht ausdrucken können. Man kann selber die Zahlen halt hinschreiben, untereinander immer 40 Stück, dass man zu 160 kommt und dann eben seine Kreuzchen machen. Ich sage auch in allen Veranstaltungen, niemand wird mitbekommen, jetzt sage ich irgendeine Zahl, was du bei Frage 59 angekreuzt hast. Also das ist immer ganz gesichert. Das ist ja was sehr Persönliches, Persönlichkeitsmodell, Persönlichkeitstest. Und der basiert eben, das habe ich hier oben auch extra stehen, das ist zum Riemann-Modell und basierend eben von Reinhold Rute der Test. Dann macht man seine Kreuzchen. Im nächsten Schritt, ich mache das jetzt hier einmal so wie ein Daumenkino im Schnelldurchlauf, dann kommen die Farben ins Spiel, also jetzt irgendwelche, nicht rot, gelb, grün, irgendwelche Farben ins Spiel. Also idealerweise geht es mit Farben. Früher habe ich ohne Farben gearbeitet. Das geht auch alles mit einem Stift. Es ist mühsamer. So kann man viel schneller später dann das zusammenzählen. Es geht immer um A und B und eben die 4 Typen. Muss man am besten oben sich schon mal das so hinschreiben und kann man immer zuordnen, welche Farbe nehme ich. Und das mache ich, also den ganzen Test mache ich, ohne dass die Menschen irgendwas über Riemann-Thomann gehört haben. Es ist erstmal, wir machen einen Persönlichkeitstest basierend auf einem Modell. Hier oben steht es halt, aber da hat auch noch nie, glaube ich, einer, und wenn, ist auch egal, schon mal schnell gegoogelt. Sondern wir widmen uns diesen Fragen, 160, Klammer auf, 40 für jeden Typus, Klammer zu, die natürlich irgendwie durcheinander sind. Das sieht man jetzt hier so ein bisschen, wie die durcheinander sind. Ich habe ja auch nicht alle hingeschrieben. So eine Datei habe ich auch mit allen Zahlen, die man dann zuordnet. Das führt jetzt hier zu weit. Das zeige ich dann über einen Beamer in Präsenzseminaren mittlerweile. Dann ist das alles viel leichter. Dann geht es darum, die Zahlen zusammenzuzählen, wie oft man das müsste. Also eigentlich habe ich das hier in Farben, jetzt ist hier ein anderer Zettel. Also die gleichen Farben, die ich hier verwendet habe. Dann addiert man, bisschen Mathe kommt rein. Dann addiert man eben hier die zusammen. Und das habe ich mir selber ausgedacht aufgrund der Jahre, auch mal alle 4 Zahlen zusammenzuzählen von 160. Wie oft habe ich denn was angekreuzt, was zu einem Typus geführt hat. Finde ich auch sehr interessant. Und dann habe ich mir auch ausgedacht, auch mal zu schauen, wie die Differenz ist zwischen der höchsten und der tiefsten Zahl, die man hier hat zu den 4 Typen, egal wo diese Zahl jetzt steht, an welcher Position. Dann habe ich hier mein persönliches Beispiel, das kann ich ruhig auch zeigen. Dann sieht man es auch nochmal anschaulicher mit den Zahlen eben. Das Tiefste, was ich vielleicht mal hatte, war, dass jemand eine ist hier besser, dass jemand eine 5 vielleicht hatte oder so und das Höchste war vielleicht eine 38. Immer zwischen 0 bewegen wir uns und 40 pro Typus. Und dann ist hier die Gesamtzahl und bei mir die Differenz, was jetzt nie was Gutes oder Schlechtes bedeutet, sondern rein Erkenntnisse bringen kann. Und dass ich zum Beispiel auch Teilnehmende habe, die haben vielleicht die Differenz 4 oder 3, die also sehr nah die Zahlen haben, zum Beispiel 16, 17, 17, 18 oder so. Das hatte ich schon, die eben ganz anders die Verteilung haben. Und da geht es nirgends um schlecht oder gut. Dann geht es weiter. Also das ist bis hierhin zum, also noch ausgedacht von mir dann, wie man es noch weitermachen kann, vom Rute-Test. Und dann kommen wir jetzt zum Kreuz von Herrn Thomann. Das mache ich dann hier, die Seminargruppen. Das ist einmal so wie fast Origami. Falten wir ein A4-Papier, dass wir wirklich nichts brauchen, auch kein Lineal. Und kein Karo-Papier, also ist ganz frei. Dann streibt man darauf, macht man jetzt eben, beginnt man mit dem Kreuz, aber A4, das heißt, dass es auch weggeht, damit es wirklich ein A4 wird und nicht länglich gezogen wird. Im nächsten Schritt machen wir, das geht auch freihändig, man kann auch ein Lineal nehmen, wenn man möchte, und perfektionistischer. Dann kann man hier die Zahlen machen, eben von bis 40. Dann, genau, das war hier. Dass man zu jedem Typus, so entsteht dann das Kreuz. Im nächsten kommen die Zahlen.
Die Zahlen 1, 2, 3 und 4. Die man ausgerechnet hat, ne? Achso, die, ja, die trage ich dann auf 1, 2, 3, 4 ein. Mhm. Genau, erstmal macht man hier erstmal, dass man weiß, das ist die Linie für 1, diese 40, 0 bis 40, mhm, das ist und so weiter. Mhm. Und dann macht man die persönlichen Zahlen rein, die Endergebnisse, mhm, von 1a, 1b, genau, am besten auch, ja, mit der Farbe, okay, und verbindet. Das ist, es sieht aus wie so ein Flugdrachen, den man als Kind vielleicht gebastelt hat oder bastelt im Herbst. In der Regel. Aber ich hatte ja, wie gesagt, auch schon wirklich jemanden, der sich zwischen 16 und 18 pro Typ bewegt hatte, und dann ist das fast so ein Viereck hier drin. Das ist, also da, das ist ja ganz raffiniert. Da sieht man also das, was vorher diese Zahlen waren, sozusagen, sieht man jetzt in, ja, diesem Modell auf einen Blick ganz, also ganz visuell. Ja? Genau, und so individuell. Da hat jeder sein eigenes Kreuz, ja, sieht, ja, ähnlich, ja, zu den anderen, ja, aus. Genau. Und dann erst, wenn jeder dieses Papier hat, erst dann, also wir müssen immer jeden Schritt warten, das ist so ein gemeinsames, und man wertet wirklich diese Zahlen, man muss schauen, wie oft, wo habe ich eine 1a oder 1b und so weiter. Das ist viel Arbeit. Ich hatte letztens im Freiwilligen Sozialen Jahr hier in Österreich das mit einer Gruppe gemacht, das war, als es online nur ging, und dann sagte eine Teilnehmerin, ich habe so Bauchweh, ich muss mich hinlegen, und ich mache das aber fertig im Bett mit den Fragen beantworten, da waren wir noch dabei. Und die Auswertung, das sagte sie dann so, das schaue ich mir dann in der Mittagspause auf YouTube an. Und dann habe ich gelächelt und habe gesagt, du wirst auf YouTube meines Wissens nichts zum Rute-Test, Reinhold-Rute-Test, zum Riemann-Modell finden. Das gibt es ausschließlich in seinem Buch. Das, was ich hier hochgehalten hatte, da ist der Test drin. Und manche Jugendliche, das waren jetzt junge Erwachsene zwischen 18, 17 und 19 überwiegend Jahre alt, sagen manchmal, also was nicht im Internet ist, das existiert gar nicht. Und das ist natürlich traurig, weil ich denke, Rute, wir verdanken Rute einen ganz tollen Test zum Riemann-Modell, dem wir eben dieses ganz tolle Modell verdanken. Und, und so, also ich habe auch gleichzeitig Teilnehmer sagen, es hat ihnen aber auch Freude gemacht, dieses alles selbst auszuwerten. Aber das Dumme ist, wenn nämlich zum Beispiel, ich sage es nur ganz kurz, wenn diese Zahl hier, diese hier, machen dann manche noch eine Gegenprobe und zählen dann nochmal am Anfang hier ihre Kreuzchen. Diese Zahl der Kreuze auf der Ja-Seite muss übereinstimmen mit der. Und wenn dann 1, 2 Differenz ist zu der Zahl, dann haben sie irgendeinen verloren auf dem Weg. Und dann nochmal, okay, nachschauen, das muss ist stimmen. Schon mühsam. Ja, das glaube ich. Und das was ganz entscheidend. Ja. Ja, was du ja gemacht hast mit, oder was der Test macht, er verbindet eigentlich die beiden Sachen. Also er geht, ja, von Riemann, also, aus, das sind diese ganzen 160 Fragen, die Antworten, und die werden dann übertragen auf das Kreuz, auf sozusagen die Pole, kann man das so sagen? Könnte man. Ich habe jetzt noch eine Sache vergessen, deswegen kannst du es so sagen. Also das ist im Rutebuch, so trägt man sein Endergebnis ein. Das habe ich dann im Computer gemacht. Ich kann es auch wirklich, damit es richtig ist, original zeigen. Das habe ich dann entsprechend abgetippt und mit den Kreisen dann. Hier ist die Testauswertung. So hat Rute es ausgewertet. Das Kreuz habe ich dann erst draus gemacht, aufgrund von Herrn Thomann. Aber das ist nicht von Rute. Ja, also parallel sozusagen, du hast, dann muss ich das korrigieren, du hast die Verbindung geschaffen zwischen diesen beiden Modellen oder eine intensivere Verbindung geschaffen. Ja, zumindest für den mit dem Test. Ja, ja, genau, mit dem Test. Und als letztes, also dann stelle ich erst das Modell überhaupt vor, wenn jeder sein Kreuz, also jeder hat dieses Papier am Schluss, dann stelle ich erst das Modell vor. Das liegt dann irgendwann mit den Zetteln, die ich eben in die Kamera gehalten habe, mit den Zitaten, mit den Aufgaben, Umwälzung und Rotation und Revolution. So lege ich das auf den Boden. Und Typ für Typ. Ich fange hier an, stelle den Typ vor, dann stelle ich den Typ vor, dann den und dann den. Und erst am Schluss lege ich die Zahlen drauf, 1, 2, 3, 4. Und wenn das Modell verstanden ist, dann nehmen Sie Ihren Zettel nochmal hervor und schreiben zur Erinnerung sich die Begriffe von Herrn Thomann dann zu den Zahlen, weil erst dann das für Sie klar ist, ach so, das bedeutet also jetzt, mein Schwerpunkt ist da und da, oder eben, wie Herr Schulz von Thun sagt, mein Heimatgebiet. Ja, kannst du uns mal so eine Persönlichkeit beschreiben, die jetzt viel, einen großen Ausschlag im Bereich der Nähe hat? Was ist das für eine Person, auch gerade wenn wir an die Schule denken, gibt es da einen bestimmten Typ, den man sich so vorstellen kann? Genau. Also da finden wir erstmal bei Herrn
Da würde ich gerne zuerst das Bild zeigen, was ich, das ist auch Riemann Thomann und Herr Schulz von Thun, alles ist hier ein Bild sozusagen, was auch schon mal so ein bisschen zeigt, das veranschaulicht die Schwerpunkte als eine Möglichkeit. Und hier hätten wir bei der Nähe zum Beispiel das Herz. Aha. Also da ist jemanden, die Harmonie zum Beispiel ganz wichtig, gerade was du fragst. Ich zeige es jetzt auch nochmal original aus dem Buch von Herrn Schulz von Thun, Band 3. Er hat hier die Nähe, jemand so ganz weich und willkommen, die Arme offen. Ich bin froh, dass du da bist. Hier ist auch, wenn man so will, in der Pädagogik ganz wichtig, hier einen Schwerpunkt auch zu haben, nämlich die Beziehungsarbeit. Wir gehen in Beziehung zu den Kindern, mit denen wir arbeiten. Das A und O, Beziehungsarbeit. Dann haben wir hier noch die anderen Typen kurz mit dem Stoppschild für die Distanz. Die Dauer ist alles sehr geordnet und fest und nicht flexibel. Hier im Unterschied, hier ist alles flexibel. Die Kleidung in alle Richtungen, die Arme, Beine, die Kleidung überall ein bisschen anders. Das veranschaulicht das auch so ein bisschen die Schwerpunkte. Mhm, genau. Also die Nähe, hast du gesagt, ist jemand, ist eine Schülerin, ein Schüler, der sozusagen oft den Kontakt sucht, vielleicht nach der Pause dann kommt und eine Frage stellt oder im Unterricht auch immer wieder kommt. Oder also wo ich merke als Lehrkraft, oh, da ist jemand, die sucht mich als Person, da ist eine, die möchte eine dichte Beziehung zu mir haben. Ne? Genau. Wenn ich das kurz sagen darf, es gibt zum Beispiel im Internet, das kennt vielleicht jemand, der hier zuschaut, sehr schöne verschiedene Videos von verschiedenen Menschen, die das auch tun, zum Beispiel gerade in der Grundschule oder Volksschule in Österreich, dass dann die Lehrkraft, da steht zum Beginn des Schultages am Eingang des Klassenraums, vielleicht hast du es mal gesehen, und da ist an der Wand rechts daneben, oben kenne ich, ist ein großes Herz, oder wo auch immer, eine Reihenfolge, rot gemalt. Ja. Dann gibt es in Gelb Hände, die abschlagen, give me five. Und glaube ich in Grün so die Beine gemalt. Das sieht aus wie Noten, aber es sind die Beine, die dann so wackeln. Und dann können die Kinder Schlange stehen und die Lehrerin überlegen, wie sie die Lehrerin begrüßen möchten. Also es entscheidet das Kind und die Lehrerin macht bei allem mit, was diese drei Optionen betrifft. Und wenn die Kinder auf das Herz kurz hauen, auf die Wand, dann weiß die Lehrerin, okay, wir machen eine Umarmung. Und wenn die Kinder auf diese Hand, also wie auch immer, das Give Me Five schlägt, dann machen die beiden Give Me Five, ist auch noch Körperkontakt, nicht so eng. Und wenn sie auf das Grüne oder welche Farbe auch immer die Füße drauf dotzen oder greifen, das anfassen, dann wackeln die so ein bisschen mit dem Popo und haben gar keinen Körperkontakt. Und jede Begrüßung ist in Ordnung und das Kind entscheidet immer wieder neu, heute mache ich so und die Lehrerin macht immer entsprechend mit und dann geht das Kind in den Klassenraum, ist persönlich begrüßt worden. Das ist so eine Mischung aus allem und da steckt die Beziehungsarbeit natürlich drin. Und hier ist zu deiner Frage ganz toll beschrieben, das ist auch ein Buch, mit dem ich gerne arbeite, wie die Gruppe laufen lernt. Und da ist zum Beispiel auch das Riemann-Thomann-Modell drin mit den Kreuzen. Und da beschreiben sie jeden Typus und am Ende, wie man als Gruppenleitung, Entschuldigung, genau mit Teilnehmenden umgehen kann, was brauchen die, die den Schwerpunkt da und da haben. Es ist zum Beispiel auch ein Zeichen, jemand, der die Nähe hat, der kann zum Beispiel ganz schlecht Abschied nehmen. Der bleibt nach einer Klassenfahrt ja noch länger. Und der Abschied ist was Schwieriges. Und da eben Hilfestellung zu geben, wie wir den Abschied gut gestalten können. Das wäre jetzt auch nochmal so ein Zeichen, wie wir das erkennen könnten, wenn wir eben schauen, wer wie seine Heimatgebiete irgendwo hat. Ja, genau. Also das ist sozusagen die Nähe und anhand des Buches kann man sich auch Unterstützung holen. Was brauche ich als Lehrkraft oder wie muss ich als Lehrkraft oder auch als Schulsozialarbeiterin, wie auch immer, also als Pädagogin agieren, um mit diesem Typ, Persönlichkeitstyp gut umgehen zu können. Wenn wir jetzt sozusagen von der Nähe auf die Distanz wechseln, aber du hast vorher noch, noch dazu was. Ja, ich dachte jetzt, ich kann aber genauso bei der Distanz schauen. Genau. Moment, ich nehme jetzt aber dann doch mein kleines Utensil. Die Brille. Ich nehme jetzt gerade nochmal die Nähe, weil die doch auch sehr verbreitet ist. Okay. Haben ja vielleicht noch im Kopf auch, daraus kann sich, wenn die nicht so erfüllt wird und noch vieles dazukommt und so weiter, kann eine Depression entstehen, eine der Volkskrankheiten ganz vorne. Deswegen würde ich doch gerne nochmal den Schwerpunkt auf die Nähe legen. Das wäre hier, ist zum Beispiel empfohlen,
Also hier wird zum Beispiel als Erkennungszeichen relativ hohe Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit, die kann auch eben zur Falle werden. Die Person sagt nicht so oft Nein zu etwas, sondern eher, ja, ich mache das noch, weil man für die anderen mehr denkt als für sich selber. Sie übernehmen problemlos Aufgaben für die Gruppe, selbst außerhalb der offiziellen Zeiten und befriedigen damit gleichzeitig ihren Wunsch nach Nähe und Dazugehören. Und Konflikten wird aus dem Weg gegangen. Die Harmoniesucht ist da drin sozusagen oder Harmonieorientierung. Diese offene Bereitschaft mitzumachen fällt uns dann leicht als Lehrkraft, weil die Personen eben gut mitmachen. Und es darf eben nicht aufopfernd werden, nicht resignativ und dass man auch eine eigene Autonomie mal kennenlernt. Da kann man dann ein bisschen stützen. Abschied nehmen fällt schwer. Also hier ist wirklich, ich kann das sehr empfehlen, diese Seiten zu dem Typus dann mit allem. Wenn du möchtest, kann ich auch noch bei Distanz schauen. Ja, auf jeden Fall. Genau, bei Distanz ist hier zum Beispiel, ich würde es lieber gerne, dann habe ich es auch original sozusagen. Während des Gruppengeschehens erlebt man die Person zum Beispiel häufig schon mit einem Bein draußen stehend. Also ich will eigentlich gar nicht in dieser Herde so sein. Da hatten wir ja auch dieses Anderssein als die vielen, die da wimmeln in dem allgemeinen Haufen. Man will sich abheben vom Rest. Man will bloß nicht so sein wie alle anderen. Und deswegen auch nicht so eine Herdenorientierung vielleicht. Man zieht sich in der Pause mehr zurück. Man ist auch gerne alleine. Könnten wir jetzt überlegen, ob das auf manche Nerds zutrifft, wenn man das so jetzt in den Schwerpunkten sieht, wer gerne auch alleine ist, aber das ist nur so dahergesagt, verstärktes Wahrnehmen, eher zurückhaltend am Anfang und auch blitzartige Abreise am Ende. Schnell weg hier, ich will wieder in mein Zimmer, okay. In mein Space, da fühle ich mich sicher und nicht mit diesem ganzen Kommunikation und was die anderen wollen. Andere muss man zum Abreisen ermuntern, die Schwerpunkt Nähe. Und auf die Realität des Endes hinweisen und der ist schon längst weg sozusagen. Es ist ein Schutz vor verbindlicher Nähe auch. Es ist alles mehr auf die Sachebene bezogen. Und hier steht zum Beispiel ein konstantes Kontaktaufgebot auf Kontaktangebot auf sachlicher Ebene. Das ist zum Beispiel, was da helfen kann. Eine Sachebene anzubieten, immer wieder auch Kontakt anzubieten, dass der merkt, okay, es ist auch wichtig, dass ich da bin. Und dann können sie auch konstruktiv offen werden für eine konstruktive Mitarbeit und haben eben auch, in der Regel steht jetzt hier, ein sehr differenziertes Wissen etc. Mhm. Was deutlich wird, ist noch ein wichtiger Punkt. Also wir haben schon herausgefunden, Riemann-Thomann-Modell oder Riemann-Modell und Persönlichkeitsmodell und Riemann-Thomann-Kreuz und Beziehungsmodell. Das ist sowas, was so man genau oder achtsam hinschauen kann. Und dann gibt es was anderes, was hier erkennbar wird. Ja. Nämlich die Reihenfolge der Typen. Hier sieht man ganz kurz gesehen, ganz kurz nochmal zurück, denn wir haben ja eben die Distanz gehabt sozusagen. Ich wollte nur die Anregung geben für PädagogInnen, die zuschauen, wenn an dieser Stelle sozusagen das Video gestoppt wird und wenn sie dann überlegen, wer in meiner Klasse ist wohl eher in Richtung Nähe und wer ist eher in Richtung Distanz. Denn das einzuschätzen ist ja auch eine gute Sache, um dann auch, in bestimmten Situationen unterschiedlich reagieren zu können. Das nur als kurzen Stopp, deshalb habe ich nochmal den Break gemacht. Und ich würde natürlich auch noch gerne auf die anderen beiden Pole eingehen. Ja. Genau, nee, das war super so. Dann machen wir erst das und dann die Reihenfolge. Wir haben dann als dritten Typ eben die Dauer. Ganz stopp, wir machen jetzt mal Stopp. Und lassen mal einen Moment Zeit, dass Lehrkräfte jetzt vorab schon mal, also bei Dauer kann man sich ja auch schon überlegen, wer ist eher in der Dauer, da sind wahrscheinlich diejenigen, die kontinuierlich sind, die auf die immer Verlass ist und so weiter. Ne? Und da haben vielleicht die Lehrkräfte auch gleich ein oder zwei oder drei Namen im Kopf. Könnte sein. Dann hören wir, was du dazu sagst. Ja, also hier ist zum Beispiel das, also wir sprechen, also letztlich ist es wichtig natürlich, wenn wir einen Unterricht gestalten oder Seminare anbieten, auf alle Typen zu achten, für Nähe zu sorgen und für einen Schutzraum und die Distanz. Und jetzt hier zum Beispiel, wenn ein Tagesplan oder der Lehrplan, der gibt einem Sicherheit, der gibt einen Rahmen, spricht jetzt sozusagen Menschen an, die den Hauptschwerpunkt haben, dass wir wissen, was kommt ungefähr in dieser Schulstunde auf uns zu oder bei einer Tagesfortbildung, so ein bisschen so ein Ablaufplan, der natürlich nicht in Stein gemeißelt sein kann, weil das Leben oft was anderes zeigt und der uns eben, ich sag mal, so einer meiner Lieblingssprüche,
eben, weil man hat es ja auch sehen können, ich habe den Schwerpunkt beim Wechsel, zumindest laut dem Test. Und da fühle ich mich auch ein bisschen im Heimatgebiet, wie Herr Schulz von Thun sagt, Pläne sind eine gute Grundlage für Änderung. Das ist so auch mein Lebensmotto. Und da passt jetzt genau hierzu, Pläne wäre Typ 3 und sind eine Grundlage, ist so ein bisschen das noch achten, dass es auch gut ist, das Gute an Plänen und dann Änderungen. Da haben wir den Wechsel, da haben wir die Flexibilität oder jetzt reagieren wir anders, weil die Situation eine andere ist, als wir bis uns unseren Plan gedacht hatten, was auf uns zukommt. Und jemand, der den Schwerpunkt in der Dauer hat, der freut sich über eine Struktur, über einen Ablaufplan, der macht gerne To-Do-Listen, der hat gerne Ordnung, die Ordner sind entsprechend gut strukturiert, wie man lernt in der Schule. Das, also ich sag mal, die Schule möchte sehr die Menschen in Dauer, glaube ich, ansprechen, ein Schulbuch, die Seiten, die Nummern, die Aufgaben so zu machen, da eine Ordnung drin zu halten, das Schulheft ordentlich zu füllen. Und Menschen, die eben den Schwerpunkt zum Beispiel dann im Wechsel haben, da sieht das vielleicht alles ganz anders aus. Und dieses Schulheft gestalten ist für die eine mega Herausforderung und der Dauermensch, der geht da drin auf, um es jetzt mal plakativ zu sagen. Das sind die Farben und was unterstrichen und man hat eine ordentliche Handschrift vielleicht ausgebildet. Und also das heißt jetzt nicht, dass man keine ordentliche Handschrift haben kann bei Wechsel. Es kommt nur viel zusammen und man merkt dann irgendwo vielleicht einen Schwerpunkt. Ja, wie ist jemand, der eher im Wechsel beheimatet ist? Ja, also im Wechsel wäre dann hier das Aktionsfeld, Kontakte werden leicht geschlossen. Hier kommt was dazwischen. Nochmal eine große Überschrift mit Stärken und Schwächen dazu auch noch. Die machen zum Beispiel auch gerne Rollenspiele, auch wenn die jetzt nicht so beliebt sind, aber sie können gerne was Kreatives, ob das jetzt ein Rollenspiel ist oder ein Bild gestalten. Also sie gehen auf in dieser Kreativität. Also für die Leitung oder Schulkräfte, Lehrkräfte kann es sein, dass das ein sehr unkompliziertes Gegenüber auch ist, ähnlich wie mit dem Nähethema. Das starke nach außen gehen, selten müde werden, wie so ein Stehaufmännchen, die Betriebsamkeit. Gleichzeitig braucht das natürlich dann, was der Dauermensch hat, die Standfestigkeit. Also da wieder so ein Gegenüber. Manchmal überschwängliches Temperament. Man darf sich als Leitung nicht davon überfluten lassen und dass man wieder die Gesamtgruppe im Blick hat. Das ist so hier nochmal. Also das habe ich eben auch dann irgendwann alles zusammengestellt. Das zeige ich mal kurz hier. Und zwar, das ist aus dem Buch von hier, was ich gerade in hochgehalten hatte, das Gruppenleiten, ist das dann auch eine Datei geworden mit Stärken und Schwächen zu den verschiedenen Typen. Das ist alles abgetippt und basiert hier drauf, weil das hier so eine schöne Übersicht hat zu den vier Typen, die verschiedenen Stärken und Schwächen zu allen vier Typen. Das ist dann so zugeordnet. Da kann man sehr tief einsteigen. Also in meinen Seminaren mache ich das so, dass erst alle den Test ausfüllen und wir ihn dann alle auswerten. Dann stelle ich das Modell erstmal vor und dann stellen die sich im Raum, ich habe das ja eben hier gezeigt, das liegt auf dem Boden und dann stellen sich die Menschen zu ihrem Heimatgebiet dazu, wenn sie eine Höchstzahl haben und wenn es nur ein Punkt mehr ist als eine andere. Wenn sie zwei genau gleich höchste Zahlen haben, dann schauen wir, wie sich das verteilt. Und dann gehen die in Kleingruppen. Die werden eine Kleingruppe, eine Kleingruppe, die auch und die auch. Ja, das ist auch nur ein oder zwei Personen. Ja. Dann gestalten die ein Papier mit ihren sogenannten Stärken und Schwächen. Das ist dann sehr interessant. Manche sagen, ach, jetzt habe ich endlich mal jemanden, der mich verstanden hat, weil der tickt so ähnlich wie ich. Das ist manchmal eine ganz schöne Rückmeldung aus den Kleingruppen. Und jetzt muss ich natürlich auch lächeln, einmal kurz mein Rot-Gelb-Grün, natürlich auch beim Riemann-Modell, weil es auch da so plakativ passt. Wir machen sozusagen die Stärken, kann auch sagen Kompetenzen als Plakat. Genauso sehen wir die Stärken, die Schwächen neben den Stärken. Meine Ausbilderin in der Mediationsausbildung nannte es Fallen, das fand ich auch einen sehr schönen Begriff. Schwäche sagt ja manchmal, das macht einen so schwach. Vom Wort her zumindest. Und die Falle ist etwas, das sind meine persönlichen Fallen, da kann ich reinfallen und manchmal auch nicht. Manchmal habe ich es geschafft und bin drumherum gegangen, wie beim Waldweg. Und manchmal bin ich doch wieder in die Falle gefallen sozusagen. Und eigentlich sind es vielleicht alles Verhaltensweisen oder auch Eigenschaften. Und manche sagen auch, was ich als Stärke habe, der Perfektionismus, kann auch eine Schwäche werden. Also das hat ja auch eine Nähe.
Wunderbar. Also da hat jede Person über sich nachgedacht oder in Gruppen danach gedacht, was sind eigentlich unsere Vorteile, die wir daraus ziehen, dass wir eher im Wechsel oder in der Dauer sind oder in der Nähe, Distanz, wie auch immer. Und was sind auch unsere Herausforderungen, wo müssen wir vielleicht ein bisschen mehr strugglen als in anderen Bereichen? Genau, und das bekommen dann die auch, wenn sie erstmal selber arbeiten und dann habe ich das nochmal als einfachere Sache, dann können sie sich das nochmal anschauen. Will ich noch was dazu nehmen auf unser Plakat? Wollen wir das noch? Das haben wir vergessen oder lassen wir es auch weg? Das ist einfach nochmal so ein bisschen, wenn sie möchten, können sie da nochmal schauen, was haben andere dazu geschrieben. Und dann geht es darum, weil ja Herr Schulz von Thun hatte ich ja kurz gezeigt, hier das Bildchen, Moment, jetzt ist das Lesezeichen rausgefallen, aber hier schlägt sie es gleich auf. Das finde ich halt auch sehr schön, so plakativ dann zu verdichten. Und das zeige ich der Gruppe und dann geht es darum, dass sie selber was malen. Also dann sammle ich dann auch dann die Bilder ein. Sie überlegen sich, wie können wir unseren Schwerpunkt, das war jetzt die Nähe mit der Verwurzelung, oder es gibt auch die verschiedensten Bilder zu Distanz etc., was dann Gruppen malen. Was ist das, Gesine? Das war jetzt hier so ein sich verschließen und ich muss hier genau auf die Distanz achten, das ist ein Zentimetermaß, Lineal oder auch Zwischenruf. Jetzt sehe ich das. Also das bloß ist ein Zentimetermaß, was Abstand. Mindestabstand muss gewahrt werden und hier habe ich mich in meinem Steckenhaus zurückgezogen. Also hier kommen eben auch sehr schöne Plakate, die ich dann auch teilweise eben mitnehme, wenn es gut einpackbar ist. Oder auch manche malen zum Beispiel, irgendwo hatte ich das, ein Chamäleon für den Wechsel. Ich kann mich immer anpassen. Die Beständigkeit werden dann Symbole genommen, wie zum Beispiel die Sanduhr, dass wenn es kein Loch hat, dann läuft das immer so durch. Zur Beständigkeit hatte letztens eine Gruppe den Kölner Dom gemalt. Schön. Alles immer ganz... Oder der Wechsel hier, Fußball, wer geht ins Spiel rein, wer geht raus, neu und alt. Oder bei Wechseln Radio, ich wechsle immer wieder die Einstellung, wo man mich hinmacht. Oder eben auch, hier ist das Chamäleon, genau, für den Wechsel. Ich passe mich immer dem an, was jetzt gerade ist. Also es ist sehr unterschiedlich, hier ist die Distanz auch wieder gemalt worden. Also das finde ich sehr schön, wie sie sich dann so fokussiert am Ende auf ihren Typus runterbrechen sozusagen. Feuer wird manchmal auch genommen für den Wechsel. Also so Elemente kommen dann rein. Oder die Luft. Oder wie auch immer. Also das ist wirklich ganz interessant. Daraus habe ich mittlerweile auch eine Datei gemacht mit den Begriffen zu den verschiedenen Typen, wie sie das dann selbst verdichten. Und also man merkt deine intensive Arbeit mit der Sache. Ja ganz kurz, ich überlege nochmal, welchen Weg wir gegangen sind und wo wir stehen und was wir noch vorhaben. Ne? Wir sind ja losgegangen, haben das Modell erklärt, groben Strukturen, haben die beiden Namen damit oder verschiedene Namen damit in Verbindung gebracht und haben jetzt so einen Weg gehört in der letzten Zeit, wie du mit so einem Modell arbeitest in Jugendgruppen oder auch in Erwachsenengruppen mit dem Ziel, dass Personen erkennen, wie bin ich in meiner Persönlichkeitsstruktur geprägt. Ja? Genau. Und jetzt haben wir sozusagen das Bild, und auch andere. Ne? Jetzt haben wir sozusagen die Persönlichkeitsstruktur einer Person. Und wir hatten ja auch zwischendurch schon, Lehrkräfte können so auch ihre SchülerInnen einschätzen. Ja, genau. Mir ist es noch ganz wichtig, da hatte ich vorhin kurz dann das nicht mehr weitergemacht mit den verschiedenen Modellen. Ich hatte das Konflikttypenmodell erwähnt, genau, mit 8. Das Enneagramm hat 9 verschiedene Typen, Riemann-Modell 4. Und es gibt auch eins, was wir alle sozusagen kennen, unabhängig davon, was wir davon halten, wäre jetzt die Astrologie. Das sind dann 12 Tierkreiszeichen, 12 Typen. Oder auch dann die 4 Feuer-, Erde-, Wasser-, Luftzeichen, dann immer 3 Sternzeichen zu einem Typus. Also es gibt verschiedene Modelle. Früher gab es ja auch noch die sehr körperlich orientierten mit Athlet und so weiter. Also es gibt schon lange die Idee, wie können wir diese mittlerweile fast 8 Milliarden Menschen zuordnen. Und das ist eben auch die Gefahr, die es natürlich nicht sein soll. Ich vermittle gerne in meinen Seminaren, wir können schauen, wo haben wir unsere Schwerpunkte. Riemann sagt Grundbestrebungen, Herr Schulz von Thun, also Herr Riemann sagt Grundbestrebungen, Herr Schulz von Thun sagt Heimatgebiet etc. Herr Thomann sagt eher, wir haben überall immer alles. Also da hat jeder so eine andere Sicht vielleicht drauf. Und ich sage ganz gerne, wir sind ja, wenn wir jemand Neues kennenlernen, das geht ja sehr schnell, die Chemie, ist der mir gefährlich oder nicht, passt das nicht, der erste Eindruck.
das ist von uns auch natürlich noch von früher, wie gesagt, könnte der mir gefährlich werden oder nicht. Also dieses kurze Einordnen, das bekommen wir, glaube ich, nicht weg. Und es geht darum, sage ich mal, dieses Schubladendenken, dass wir sozusagen vielleicht wie so ein großes, wir haben so ein Regal vor uns, so eine Kommode und die verschiedenen Schubladen und die verschiedenen Beschriftungen, jetzt zum Beispiel Nähe, Distanz, Dauer, Wechsel, wären jetzt 4 Schubladen theoretisch. Und dass da vielleicht Schubladen existieren mit Etiketten draußen drauf und die Schubladen sind vielleicht dauernd ständig offen. Und nicht, dass wir den Mensch da reinschieben, Tür zu und das ist jetzt für den Rest und du hast mit den anderen Schubladen gar nichts zu tun. Sondern bei dem Test kam ja raus, wie gesagt, dass ich das so ein bisschen verteilen kann. Und die Schubladen sind unterschiedlich offen. Genau, und genau, oder sie sind genau unterschiedlich offen, beziehungsweise überhaupt offen und das kann sich auch mal ändern. Und gleichzeitig können wir gut auch mit Modellen arbeiten, wenn wir damit entsprechend achtsam umgehen und mit den Menschen, die wir glauben, zuordnen zu können oder natürlich erstmal uns selbst. Mhm. Zu dem Zuordnen ist mir noch wichtig und zwar, hier kann man sehen, wenn man so möchte, hier ist die 1 auf einmal, die Nähe und 2, 3 und 4. Und Riemann hat aber ganz klar angefangen mit die Erde dreht sich um sich selbst. Also bei Riemann geht die Reihenfolge, schaue ich gerade hier, wo die Zettel sind. Bei Riemann ist ganz klar die 1, ich drehe mich um sich selbst, man dreht sich um sich selbst, dann um die Sonne, um den anderen, dann eben die Schwerkraft und die Fliehkraft. Und Herr Thomann hat das beschrieben in dem Vorwort, was ich erwähnt hatte, von dem relativ frisch herausgekommenen Buch 2020, das Quartett der Persönlichkeit, dass er, das steht da auch drin, also unerfindlichen Gründen, so schreibt er es, hat er das eben, das habe ich dann hier auch dazu geschrieben, hat er dann die Himmelsrichtung genommen, also jetzt auch wieder sozusagen das Astronomische oder zumindest Himmelsrichtung, so wie Riemann, nur anders, nicht mit um sich selber drehen und so weiter, sondern er hat das jetzt dem Westen zugeordnet und deswegen aus seiner Sicht nach links. Dann hat also die Nähe, die Distanz in den Osten, die Dauer in den Norden und in den Süden den Wechsel. Und er sagt aus unerfindlichen Gründen. Ich finde das ganz wichtig, darauf zu achten. Deswegen, also für mich, das ist Thomann. Riemann hat sozusagen diese Reihenfolge und auch Herr Rute. Deswegen habe ich das auch jedes Mal, ich fange mit der 1 an, das ist auch so ein bisschen, liebe deinen Nächsten, die Nähe, wie dich selbst. Also ohne Selbstliebe keine Fremdliebe oder anderen Menschenliebe, bis hin zur Feindesliebe, je nachdem. Aber hier ist der Start. Erstmal ich. Das kann man auch fast sagen wie im Flugzeug. Erstmal, wenn es bedrohlich wird, ich ziehe mir die Maske an und alles, um dann Kindern zu helfen. Aber dann kann ich, also erst ist ich und dann ist wir oder du. Und wie gesagt, also das ist jetzt ein Unterschied und ich nehme immer das Original Riemann in der Reihenfolge. Auch wenn im Kreuz bei mir ja am Ende, hier ist 1 immer noch Riemann, Distanz. Bei dem Kreuz hat Thomann ja die beiden vertauscht sozusagen. Ich hatte auch sehr interessante Zoom-Sessions vor einem Jahr mit der Tochter von Herrn Schulz von Thun, weil die im Schulz von Thun-Institut da auch mit dem Riemann-Modell verstärkt dann wieder den Schwerpunkt drauf gelegt haben. Sie hat sogar auch den Test, haben wir alles so besprochen, das war sehr, ganz wertvoll. Und sie hat mir was ganz Interessantes erzählt. Ich nehme jetzt hier wieder das Kreuz. Und zwar hat sie erzählt, es gibt nicht nur diesen Tausch, den Herr Thomann oder mit Herrn Schulz von Thun zusammen vorgenommen hat, Nähe und Distanz zu vertauschen. Original ist ja hier die Distanz. Sondern es gibt auch Menschen, die tauschen die beiden. Und zwar mit einer Begründung, die fand ich sehr erhellend. Nämlich der Wechsel wird mit der Luft sozusagen luftig und alles irgendwie wegschwebend. Hier oben hin und die Dauer, die Erdung, die Schwerkraft und hier ist die Fliehkraft. Das hat mir so eingeleuchtet, dass ich es am liebsten umdrehen würde. Aber ich dachte mir, nee, es ist das Riemann-Modell. Ich kann es sagen, wie jetzt hier bei dir und dem Kongress, mache ich auch in den Seminaren, dass ich das sehr interessant finden würde, das zu tauschen. Herr Riemann hatte einen anderen Schwerpunkt und wie gesagt, er hatte ja gar nicht dieses Oben und Unten. Er hat es als Kapitel nebeneinander dargestellt. Ja, ich möchte nur deutlich machen, in manchen Büchern ist es links, rechts, also einfach nur wichtig sind die Begriffe, die dann dabei stehen, was ist jetzt hier zuerst und aus welchen Gründen. Mhm. Ja, wunderbar, also da haben wir die Geschichte jetzt nochmal komplett, wie dieses Modell in verschiedenen Büchern dann auch aussieht. Ja, über die 4 verschiedenen Pole, Ausprägungen, wie auch immer, gesprochen und
Mediationskongress heißt ja auch, da steckt so das Konfliktthema dahinter. Nun kann ich mir vorstellen, dass Nähe und Distanz oder Dauer und Wechsel, dass da doch viele Konfliktlinien sind. Absolut, das passt jetzt zu dem, wie Herr Thomann das meint, diese Konfliktdynamik. Er nennt es auch, das habe ich hier stehen, Konflikteskalationsmodell, hat er gestern am Telefon gesagt. Und ich habe natürlich dann gleich an Herrn Friedrich Glasel gedacht und die Eskalationsstufen. Er meint ja, nee, er meint es anders, dass wirklich im Konflikt das eskalieren kann durch die Dynamiken, wie so ein mit dem Teufelskreis fast schon passt. Wenn du, dann ich noch mehr und so weiter. Und dass da die Typen auftreten können in einem Konflikt. Ich denke, es wäre zum Beispiel sehr hilfreich in einem Kollegium und oder in einem Team, wenn es da geschaut, wenn da geschaut wird, sind wir hier gut, es klingt so blöd, aufgestellt. Das ist ja fast schon richtig kriegerisch zum Lebensalltag vielleicht oder den Hürden im Alltag. Sind wir gut gerüstet, ist auch wieder so ein kriegerischer Begriff. Aber sind wir gut verteilt? Also wenn jetzt, sage ich mal, ein Team besteht, vielleicht für eine bestimmte Gruppe an Menschen, in der Schule zum Beispiel, und wenn das dann fünf Menschen wären im Schwerpunkt X und dann sind die alle gleich auf eine Art, sind natürlich nie ganz gleich, dann kann es mehr Konkurrenzen geben, wer ist jetzt hier der Bessere vom Typus X. Und ideal ist es, wenn eben das sehr verteilt ist, wenn wir jemanden haben, der den Schwerpunkt der Nähe hat, Distanz, Dauer und Wechsel oder eben Distanz, Nähe, Dauer, Wechsel, dass das verteilt ist, weil die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, die werden wahrscheinlich irgendwie auch verteilt sein. Und dann sollte doch idealerweise jeder mindestens ein Gegenüber finden im Team. Das ist nicht immer so machbar. Wenn es machbar ist, ist es natürlich sehr reizvoll. Und dann auch gut zu schauen, wie wir im Team mit unseren Unterschieden und Gemeinsamkeiten umgehen, dass das konstruktiv abläuft, weil wir sind Vorbild für die zum Beispiel Schulklasse, die ja auch mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten da aufgestellt ist sozusagen. Und ja. Dass wir da gut schauen können, vielleicht auch liebevoll mit den, ach ja, na, grüßt ja wie Dauer. Also wenn man das jetzt so, wenn man das begrifflich verwenden möchte, ah ja, und schon wieder der Wechsel, alles klar. Da kann man ja auch ein bisschen humorvoll vielleicht mit umgehen. Das wäre natürlich ganz die große Kunst, sage ich mal, die Erkenntnis und der Umgang damit. Ja. Also so kann ich die Konflikte präventiv abmildern und auch für Konfliktsituationen dann in der Intervention sozusagen auch schauen, wie können wir damit umgehen, wer jetzt hier seine Bedürfnisse hat, etc. Genau. Und da sind wir ja auch beim Stichwort Mediation, also Teammediation sozusagen. Denn wenn ich Teammediation mache, dann kann ich mir vorstellen, ist dieses Modell auch ein ganz, ganz wichtiges. Denn wir haben ja das Thema Konflikte gehabt und da werden ja dann solche Themen, Konfliktthemen zwischen verschiedenen Typen wahrscheinlich sichtbar. Genau. Ja, und dann, wenn es sichtbar wird, ich habe jetzt hier auch mal wieder noch die Zettel von Rot, Gelb, Grün, machen wir hieraus jetzt ein Gegeneinander, Konfrontation, bekriegen wir uns jetzt hier wegen unseren Unterschieden, gehen wir da aufeinander los sozusagen und es wird starr und auch schwierig für die, mit, wenn wir jetzt eben in der Schulklasse arbeiten. Oder machen sagen die beiden jetzt, wir müssen aber wechseln, nein, wir müssen sozusagen konstant und dann wäre es ja so ein Gegeneinander. Ne? Genau. Also, und das hat man ja häufig, ja. Also wenn ich auch an Kita-Teams denke, wo ich häufig bin. Also dann die einen sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das müssen wir jetzt wieder so machen, warum sollen wir jetzt was anders machen, ja? Und dann sagen die anderen, ja, aber wir müssen doch mal und die moderne Pädagogik und so, ja? Und dann gibt es Situationen, wo die oft nicht zueinander kommen, ja? Also das wäre sozusagen das, was du beschreibst in Rot. Genau, und so konfrontativ oder auch, das hat auch was Zerstörerisches und aufeinander los. Also das kann ja dazu führen, dass jemand sogar kündigt und geht. Definitiv. Und aus der Klasse geworfen wird oder was auch immer. Also auseinandergeht. Also dann werden die Pfeile auseinander. Das kann auch noch passieren. Ja. Dem Gegeneinander wird dann auseinander. Es kann eben auch ein Nebeneinander sein. Und natürlich das Schönste ist, mit den Unterschieden, wenn wir zu einem Miteinander kommen, dann kommen wir auch weiter und gemeinsam vorwärts, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also man kann wirklich sehr gut das Riemann-Modell, Riemann-Thomann-Kreuz verwenden, um da drauf zu schauen, was passiert hier vielleicht. Ja, was braucht man denn für ein Miteinander? Also wenn man so ein Team hat, was braucht man, um zu einem Miteinander zu kommen? Ja, also das ist jetzt so eine große Frage, jetzt überlege ich, dass ich da nicht zu lange antworte.
Also jetzt sage ich mal, wenn es wirklich die Möglichkeit ist, dass man im Team arbeitet, dass man da wirklich Vorbild ist und zeigt, wie können wir hier ein Miteinander zeigen oder vielleicht sogar spielerisch mit unseren Unterschieden, die die Kinder vielleicht schon mitbekommen haben, umgehen. Und natürlich für ein Miteinander sorgen, dass das zum Beispiel auch aufgrund von vielleicht, was wir vermeintlich als Schwächen haben, dass da niemand diffamiert wird, an den Pranger gestellt wird, sondern dass wir da einen konstruktiven Umgang mit finden, wie wir das hier miteinander aufnehmen. Es ist wie eine Schulklasse, es ist wie sozusagen ein Orchester. Da haben wir die Trommel, wir haben die Triangel, wir haben die Geigen und erst gemeinsam klingt es wunderschön in der Vielfalt. Und dass man das zum Beispiel auch als Bild vielleicht mitvermittelt, wie wir zu einem Miteinander kommen können. Und immer wieder auch vielleicht Kooperationsaufgaben, die wirklich miteinander zu fordern und wertzuschätzen, was sie geschafft haben und so weiter. Ob das was kreativ ist, ein kreatives Projekt, was sie als Klasse zum Beispiel gestalten, da können wir auch schön für miteinander sorgen. Und dann eben gucken, dass wir jemanden vielleicht nicht zu sehr reinzwingen, der für den es schon viel wert ist, wenn er einen kleinen Teil zu dem Gesamtbild vielleicht beigetragen hat, weil er vielleicht den Schwerpunkt in der Distanz hat. Und wir können froh sein, wenn er da auch auftaucht sozusagen und seinen Platz finden kann. Also ich sag mal so, es gibt auch eine, das möchte ich kurz erwähnen, das ist wirklich so eine schöne Geschichte von zwei Wasserkrügen. Ich weiß nicht, kennst du die? Ich glaube nicht. Nein. Ein Mann hat, sie liegt jetzt hier auch irgendwie bei den ganzen Zetteln, ein Mann hat zwei Wasserkrüge und macht die jeden Morgen auf seine, oder jeden Tag irgendwann auf seine Schultern mit so einer Stange, hat die beiden Wasserkrüge und geht den Weg zum Fluss und füllt beide Krüge mit Wasser auf und geht dann mit beiden wieder nach Hause für das Wasser. Also das ist die Grundgeschichte. Und der eine Krug ist heil und der andere Wasserkrug hat einen recht großen Sprung oder Riss. Und da läuft immer wieder Wasser auf dem Rückweg dann entsprechend raus. Und das ist jeden Tag so. Und er hat den auch jetzt nicht ausgetauscht, reparieren geht wohl nicht. Und so geht er immer los. Und da ist jetzt eine Art Märchengeschichte. Das heißt, eines Tages, als er mal wieder am Fluss ist und die beiden Wasserkrüge befüllt, fängt der eine Krug, der den Riss hat, an zu weinen. Und sagt, es tut mir so leid, dass ich meinen Job hier nicht richtig mache. Du kommst jedes Mal mit so wenig Wasser nach Hause, weil ich kaputt bin sozusagen. Und der Mann ist, das finde ich eine ganz schöne Stelle, der ist total überrascht, dass der das so schlimm findet. Also, und was, das wusste ich nicht, dass dich das so betrübt. Ich wusste, dass du den Sprung hast. Und ich habe dich jeden Tag genauso mitgenommen wie den anderen. Und bitte tu mir einen Gefallen, schau mal auf dem Rückweg, wenn wir jetzt wieder nach Hause gehen, was du rechts und links so siehst. Und dann gehen sie nach Hause wie immer, zu Hause entsprechend einen halbvollen Krug oder halb leer und den vollen Krug. Und dann fragt er den Krug, der so traurig ist, weil er eben kaputt ist, was hast du gesehen? Hast du die Blumen gesehen am Wegesrand? Ja, die habe ich gesehen. Er ist immer noch sehr traurig. Und dann sagt er, ist dir aufgefallen, wo die Blumen wachsen, rechts oder links? Sie wachsen ausschließlich auf der Seite, wo der Krug immer ist. Er hat immer die gleiche Plätze, wo der Krug ist, mein Ding jetzt an der Seite. An der Seite wachsen die Blumen, an der kaputte Krug ist oder der nicht ganz heile Krug. Und ich habe das gewusst. Und ich habe dann Blumensamen verteilt eines Tages. Und dann hast du die immer gegossen. Erst die Samen und dann die Blumen. Und dann konnte ich die Blumen mitnehmen. Die stehen hier auf dem Tisch. Und andere haben vielleicht auch Blumen gepflückt und haben sich auch allein nur gefreut, wenn sie vorbeigehen. Dank dir. Und so hat jeder seine Stärken, seine Schwächen, ob das jetzt mit Behinderung oder ohne Behinderung ist, ob das das Leistungsthema in der Schule ist. Also ich finde, der gesprungene Wasserkrug heißt die Geschichte. Wunderschön. Und so können wir eben auch für ein Miteinander sorgen mit großen Unterschieden in einer Gruppe und von jedem den Vorteil sehen. Also man darf auch vergleichen und was kannst du sehr gut und das kannst du sehr gut. Das war eine sehr schöne Geschichte. Arbeiten. Es gibt auch so ein schönes Bild, das habe ich auf LinkedIn gesehen, von einem, der sehr viel visualisiert. Da gibt es einen Wachsmalstift und einen Bleistift. Und dann eben, der Wachsmalstift macht alles schön bunt und der Bleistift macht alles sehr genau. Und beides gut. Ja. Oder eine kleine Sandburg, hatte ich da auch mal gesehen, und eine große Sandburg. Ja. Also jedes hat klein, groß und so weiter. Da können wir viel wertschätzend mit umgehen und mediativ und präventiv für ein ganz anderes Klima sorgen. Ja, da sind wir dann auch beim Stichwort diversitätssensibel zu sein, ne? Und da zu gucken und keine Diskriminierung zulassen und was da eben alles dran hängt.
Genau. Und da sind wir, ich muss gerade noch mal den Bogen schlagen, da sind wir hingekommen, weil ich gefragt habe, was habe ich gefragt? Für ein Miteinander sorgen. Ja, genau, so ist es. Bei den verschiedenen Typen, wie kann man dafür ein gutes Miteinander sorgen? Genau. Und dann ist eben jetzt das Nächste noch, das mache ich dann gegen Ende in den Seminaren, wenn die dann ihre Bilder vorstellen oder auch Texte. Das kann ein Bild sein, wie eben das Chamäleon, was sie dann als Kleingruppe bringen, oder ein Text zur Nähe oder so. Ein Slogan, das darf ganz unterschiedlich sein. Und dann schauen wir noch mal tiefer auf das Modell. Dann wird es dann für mich auch erst danach so richtig rund. Wenn wir noch mal schauen, dann frage ich ganz gerne, also die meisten sind, wie gesagt, ab 16, 17 Jahre und das geht dann hoch bis um die 50, 60 Jahre etc., frage ich gerne Gruppen, gibt es vielleicht Fernsehserien oder Filme, Spielfilme, an die ihr denkt, wenn jetzt diese Typen hier auf dem Tisch, auf dem Boden, hier wieder diese vier Typen liegen seht? Gibt es hier jemanden, der sagt, das Sinnbild oder wie eben die Bilder, die sie als Gruppe gemacht haben, jetzt in den Fernsehserien. Und dann eine spannende Frage. Genau, und vielleicht kennen das Menschen, die hier zuschauen, zum Beispiel Dr. House, könnte man mal überlegen, wo würde ich ihn hinlegen? Auf 1, 2, 3 oder 4? Also 1 Distanz, 2 Nähe, 3 Dauer, 4 der Wechsel. Okay, gibst du uns die Auflösung oder? Ja, das kann man ja schon mal genau nachgedacht haben. Also ich würde ganz klar ihn auf die 1 setzen, also die Distanz. Er geht in die Distanz. Und wenn man mehr Folgen schaut, das haben wir früher gerne, merkt man natürlich auch seine Nähe, die er hat und die er gerne leugnet. Oder die Distanz ist auch die Sachlichkeit, wie er die Fälle löst. Das war übrigens ganz spannend. In Mainz gab es damals eine Dr. House-Vorlesung für die Medizinstudierenden am Tag nach der Serie. Ich glaube, dienstags abends, als sie neu rauskam. Und mittwochs war dann die Dr. House-Vorlesung eines Medizindozenten. Das gab es auch im Zeitungsartikel. Ich glaube, der hat einen Preis bekommen. Der hat den Fall nachbearbeitet. Und seine Stärke ist eben, diese Sachlichkeit und das Medizinische zu sehen, egal ob der, was auch immer mit dem Mensch passiert ist oder was der getan hat. Es geht um das Medizinische und die Distanz. Dann hätten wir auch jemanden. Genau, dann habe ich noch eine Figur. Monk, das ist so eine Krimiserie, wer die kennt, könnte auch überlegen, manche lächeln jetzt vielleicht schon, das ist ganz klar die Dauer, also das Zwanghafte, das Beständige und es muss immer so sein und alles, was mich aus dem Konzept bringt und auch die Ängste, das Zwanghafte, der immer die Hände desinfizieren muss, das war noch alles vor Corona. Also Monk steht für mich sehr für die Dauer. Liebevoll, alles liebevoll. Jetzt ist es etwas, das müssen wir jetzt nicht zu sehr ausdiskutieren, aber ich möchte es einfach mal in die Kamera halten. Damit haben viele große Freude. Big Bang Theory hat so vier junge Männer, die zusammen zusammen wohnen und leben und auch mit entsprechenden Partnerinnen dazu. Da kann man auch, manche sagen ganz klar, der Leonard, das und der Sheldon hier und das ist, also das macht richtig Freude dann, wie die strahlen und dann schauen, wie sie das anwenden können, was sie gerade gelernt haben aus der Theorie und mit ihnen als Kleingruppe mit dem Test, das Riemann-Modell. Dann machen wir einen Schwenk, jetzt natürlich in den letzten 2 Jahren zur Corona-Situation. So kann ich das für mich auch gut handeln. Da ist ja, wird ja uns jetzt deutlich verständlich, körperliche Distanz, um uns hoffentlich nicht anzustecken oder das Virus einzudämmen, weniger weiterzugeben etc. Also Distanz ist jetzt das Wichtige und ich fand es sehr fatal, als es losging vor entsprechend langer Zeit. Social Distancing, es musste erstmal Englisch sein, okay. Und Social Distancing, ich fand das ganz unglücklich, wenn jemand, der zum Beispiel seinen Schwerpunkt in der Nähe hat, haben ja viele, und dauernd wieder, gerade wenn sie zu Hause sind, älter sind, alleine leben, einsamer sind und überall lesen und hören Social Distancing, es ist ein Physical Distancing. Wir müssen körperliche Distanz wahren um das Virus und so weiter. Aber nicht die soziale Distanz. Die geht dann vielleicht, wir sitzen jetzt hier, du in Berlin, ich in Wien, und sitzen hier ganz nebeneinander. Also es geht um die körperliche Distanz, nicht um die soziale. Wir haben ja die zwischenmenschliche, die geht online, die geht mit Balkontreffen. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch körperlich, aber eben nicht Arm in Arm dazustehen, sondern eben entsprechend Meterabstand. Hier hieß es in Wien immer der Babyelefant dazwischen. Also Social Distancing fand ich einen wirklich unglücklichen Begriff auf das Soziale gesehen.
Das heißt also auch die neue Zeit sozusagen, die Corona-Zeit, kann man in Verbindung bringen mit diesem Modell. Ja, oder zu sehen, was passiert hier und was fehlt vielleicht an die Nähe. Und wie können wir vielleicht, wenn wir schon Physical Distancing betreiben müssen, noch mehr für die soziale Nähe sorgen, noch mehr Möglichkeiten, damit das auf jeden Fall eine Art, damit jetzt nicht zu sehr die Schieflage, die kommt, aber muss sie noch mehr werden oder wo können wir ein bisschen mehr für Nähe sorgen, kreativ wie auch immer. Und ich möchte auch noch ergänzen, vor der Corona-Situation ist mir zumindest, das ist jetzt halt meine Sicht, viel in der Pädagogik, ob es im Kindergarten ist, in Kindertagesstätten, in Grundschulen, in Volksschulen, also gerade in Kindergärten, dass es heißt, und natürlich auch sonst, wir dürfen nicht mehr das und das machen. Aus MeToo-Bewegungsängsten und jeglichen berechtigten Schutzkonzepten etc. Wir dürfen das Pflaster nicht mehr draufkleben. Wir dürfen nicht dieses, wir dürfen nicht dieses. Das Kind darf im Kindergarten nicht bei Hoppe Hoppe Reizer, wenn wir das überhaupt noch spielen dürfen, müssten es auch noch gendern, nicht mit den Beinen so sitzen bei mir, sondern die Beine müssen vom Kind nebeneinander 90 Grad zu mir. Entschuldigung, du musst dich so hinsetzen. Also es gab auf einmal sehr viel, also für mich war es mit das Krasseste, als ich mitbekam, dass hier in Wien Menschen, die auf eine entsprechende Schule gehen, eine BAföG, lernen, wie man kleinen Kindern beibringt, die Fingernägel zu schneiden, wenn der Nagel absteht und man sich oder andere verletzen könnte, weil man darf ja nicht dem Kind den Nagel abschneiden. Also da waren echt Dinge, dass ich dachte, das ist jetzt ein bisschen hart. Meine Tochter saß daneben und sagte, ich schneide mir jetzt noch nicht die Nägel. Das ist ein paar Jahre her, aber da war sie noch Ende Kind, Anfang Jugendlich und fand das entsetzlich zu denken, jetzt soll da das Kind und das einem beibringen, dass das Kind sich dabei nicht verletzt. Also ich will damit sagen, als ich anfing, mein freiwilliges soziales Jahr war 1992, 1993, da ging es viel um die professionelle Nähe. Auch dann im Studium, 94 bis 97 war ich in Aachen an der Katholischen Hochschule. Logisch, professionelle Distanz. Jetzt habe ich mich schon. Nähe Distanz. Ging immer die professionelle Distanz. Nähe Distanz war das genau. Ja immer. Nähe Distanz Thema. Nähe professionelle Distanz, Nähe Distanz. Genau, nee, Distanzproblem, da gab es verschiedene Wordings dafür. Ja. Und ich kenne eben immer, ich muss wirklich aufpassen, die professionelle Distanz zu wahren zu den Menschen, mit denen wir arbeiten. Und nicht distanzlos zu sein. So bin ich pädagogisch, sage ich mal, groß geworden, die pädagogische Distanz zu wahren. Und vor Corona ging es los, fand ich, dass sehr viel die Distanz jetzt, nee, darf ich das Kind überhaupt noch anfassen? Darf ich es trösten, wenn es weint und hingefallen ist? Wenn es im Tagungshaus, hatte ich auch dann mitbekommen, nicht ins Bett gehen will, darf ich dem Kind, was darf ich überhaupt noch, wenn ich pädagogische Leitung bin? Das habe ich da ganz eindrucksvoll von der Kirchengemeinde mitbekommen mit Kindergruppen, die da in dem Tagungshaus in Hessen waren, die so eine Nähe zu dem Kind, das da nur weinte mit 9 und 10 Jahren. Da habe ich mich gefreut, dass es überhaupt noch gibt, ja, dass es da einen Spielraum gibt, wenn er angemessen ist und passt. Und mittlerweile sage ich, wir brauchen wirklich eine professionelle Nähe. Also wenn wir immer mehr die Distanz wahren wollen und da mehr Ängste entwickeln, wer darf wie wickeln und so weiter. Und dann kam noch Corona dazu. Also was bieten wir da groß? Was wächst da auf an Erfahrungen mit Nähe? Und deswegen nenne ich es ganz gerne professionelle Nähe und habe mich, glaube ich, hier am Anfang schon versprochen, weil es mir schon so vertraut wurde. Also das ist so, wie gesagt, das Corona-Thema oder Distanznähe körperlich. Wie machen wir das in der Pädagogik? Finde ich, kann man auch gut mit dem Riemann-Modell wieder schauen. Eine Balance, eine Ausgewogenheit. Was brauchen die Menschen? Und Riemann hat das Buch ja genannt, Grundformen der Angst. Was vielleicht auch Richtung Abschluss. Richtung Abschluss. Ich habe manchmal gedacht, was wir auch hatten, das Bedürfnis nach Nähe und wie sehr ich das vielleicht brauche, um gut resilient hier durchs Leben zu kommen sozusagen. Also vielleicht sind es auch eben, es geht um die Bedürfnisse der Menschen, da haben wir auch den Bogen, finde ich, zum Eisbergmodell und zur Mediation, die Bedürfnisse der Menschen, was brauchen sie, Nähe, Distanz, Dauer, Wechsel, Distanz, Nähe, Dauer, Wechsel. Und deswegen könnte man auch fast denken, wenn man jetzt, das kann ja auch abschreckend sein, so ein Titel, das ist jetzt nur ganz gewagt von mir, um da ein bisschen vielleicht was niedrigschwellig oder zugänglicher zu machen. Manchmal sage ich mit einem Lächeln, natürlich in Gänsefüßchen, Grundform der Sehnsucht. Eigentlich beschreibt Riemann für mich Sehnsüchte, was ich brauche, um gut klarzukommen in dem Ganzen, in meiner Persönlichkeit und wie so, was mir so im Leben begegnet. Also das ist jetzt wirklich nur so von mir, es geht eigentlich um Sehnsüchte. Und wie wir als Mediatorinnen sozusagen da gut gucken können, in Schulkontexten wie auch ganz woanders, was brauchen die Menschen und können wir das organisieren oder auch nicht. Es geht nicht darum, dass wir dauernd alles bekommen, was wir brauchen.
Es geht ja genau darum, Resilienz zu entwickeln und es aber auch nicht unnötig zu übertreiben, sondern eben da auch da gut ja, den Tank wieder aufzufüllen. Absolut. Also das mit den Sehnsüchten, das gefällt mir sehr, sehr gut. Da haben wir auch den Bogen zum Anfang. Eine letzte Frage habe ich als Bonusfrage. Was machen denn nun Mediatorinnen und Mediatoren mit diesem Wissen, wenn sie davon wissen, das gehört haben, was du jetzt uns berichtet hast? Wo können die das einsetzen? Natürlich geben die nicht den Medianten den Fragebogen oder wie auch immer. Aber was macht es mit den Mediatorinnen und den Mediationen? Also das Erste, was mir einfällt, ist diese Ausgewogenheit, bei sich selber zu gucken, wie auch was, wie erlebe ich das Gegenüber. Die Schulklasse jetzt in dem Fall wäre natürlich sehr breit, sehr groß, sehr viele verschiedene Menschen. Also wo kann ich das Riemann-Modell vielleicht auch entdecken, sozusagen, ob sich das in den Menschen ist, oder in Ja, unserem Team, das wie finde wir ich da so auch. verteilt sind. Das Riemann-Modell ist so verbreitet, dass vielleicht auch noch kurz, das habe ich gesehen bei einer Kollegin, die Ute Krämer, da hatte ich sie eben auch noch mal kontaktiert. Also da ist es zum Beispiel so ein, genau, es geht ja auch um Motive. Also wenn wir doch mal die Sehnsüchte von eben, was Ja, definiert mich? Was gibt mir Energie? Was sind meine Sehnsüchte? Was tut mir gut? ja. Resilienz als Stichwort etc. Fand ich das auch sehr interessant. Hier habe ich dann auch wieder das Riemann-Modell entdecken können. Das ist von einem Dirk Eilert, Motiv Mit der Kompass. Mimikresonanz. Genau, Mimikresonanz, genau, die Genau. Mimikresonanz. Und da hattest du ja auch schon mal einen Vortrag oder ein Ja. Interview hier. Und das ist der sogenannte Motivkompass, das steht hier. Und Ah. hier sehe ich zum Beispiel, könnte man auch hier sehen, hier wäre vielleicht die Nähe und hier die Distanz, hier wäre der Wechsel, ist jetzt umgedreht und hier eben die Dauer. Das ist jetzt genau diese Erdung. Und hier eben die Aktion, hier sind die Füße am Boden, auf dem Boden und hier sind die Hände und ich agiere, also oben in der Luft. Also da ist Trauer und Wechsel umgedreht. Und so gibt es eben immer wieder diese Dynamiken oder wie Herr Thomann sagt, diese Beziehungskiste vielleicht sozusagen, dieser Kompass, was passiert hier und wie haben wir da eine Ausgewogenheit? Und dann seinen eigenen Weg natürlich damit zu finden. Also hier sind vielleicht jetzt auch Anregungen, Sachen nachzugoogeln oder vielleicht sich ein bestimmtes Buch zu holen. Also ich kann sie ja noch einmal abschließend in die Kamera halten. Wir hatten hier das Grundform der Angst. Natürlich sieht es heute anders aus. Dann haben wir das Riemann, zum Riemann-Modell, den Test von Rute. Wenn du magst, nochmal die Klärungshilfe von Herrn Thomann, weil meine Darf ich? ja in Mainz liegt. Dann hatte ich dieses Buch. Gruppen leiten. Da ist auch eben, da sind verschiedene, auch eben das Johari-Fenster, hier sind ganz viele Dinge drin, natürlich auch alle Sachen von Herrn Schulz von Thun. Und das ist auch noch, möchte ich sagen, genau, das mache ich auch gerne am Ende. Dann hat Herr Schulz von Thun in seinem dritten Band, hat er hinten auch ganz toll, nicht nur eben, was ich schon in die Kamera gehalten habe, hier die Bilder zu den vier Typen. Ich hoffe, das geht jetzt gerade mit dem Licht. Ja, kann man gut sehen. Hier scheint schönerweise ja die Sonne gerade, vorher nicht. Dann hat er zum Beispiel, das mache ich gerne dann in Gruppen, ich lese zum Beispiel vor, hier ist ja wieder die Nähe zuerst, also eigentlich die Distanz, wie auch immer, was wir zuerst nehmen. Das ist so eine Vorstellung, da geht er sehr in die Perspektive rein, sehr liebevoll, sehr humorvoll. Und dann lese ich zum Beispiel willkürlich irgendeinen Typus vor und sage nicht, welcher es ist. Und natürlich mache ich auch nicht 1, 2, 3, 4 in der Reihenfolge. Und dann ist es auch sehr bespitzt, dass es natürlich nicht schwer ist, das zu erraten. Aber es macht den Teilnehmern immer große Freude. Und dann reinzurufen, wenn ich fertig bin, welchen Typus sie dahinter vermuten. Dann kommt irgendein anderer. Ich lese alle vier vor. Beim vierten ist klar, wer übrig bleibt. Das ist aber egal. Und dann geht es eben sehr interessant noch eine Ecke weiter. Er hat sich überlegt, was sagen die vier wahrscheinlich zum Thema Geld? Was sagen die vier wahrscheinlich zum Thema Sexualität? Und was sagen die vier als letztes, passend dann auch als letztes zum Thema Sterben? Sehr interessant. Und dann wird auch wieder geraten. Das sind dann kürzere Texte. Das sind dann so die i-Tüpfelchen oder i-Tüpfer, da nochmal auch humorvoll mit umzugehen. Ach so. Ja, Und wir sind also, als letztes, genau, das ist dann wirklich mein i-Tüpfelchen, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Und zwar das hier auch natürlich zu erwähnen. Von Eckhard von Hirschhausen kann man leicht auf YouTube finden, das Pinguinprinzip. Und das zeige ich dann wirklich, das sind 2, 3 Minuten. Da geht es eine so schöne Sicht auf Stärken und Schwächen.
ganz tolle Sicht, wo man seinen Schwerpunkt hat, sein Heimatgebiet, also das Pinguinprinzip von Eckhard von Hirschhausen. Das ist dann wirklich der Abschluss, wie wir versöhnlich und auch kräftigend, unterstützend, hilfreich auf Stärken und Schwächen schauen können, ob das jetzt übers Riemann-Modell gekommen ist oder nicht. Ja. Wow, Gesine, jetzt haben wir es rund. Es ist unglaublich, ein Feuerwerk von Ideen, ein Feuerwerk von Informationen, eine Buntheit von Informationen vom Persönlichkeitsmodell zum Beziehungsmodell, verbunden mit den Stichworten Schule, verbunden mit den Stichworten Training und verbunden mit dem Stichwort Mediation. Und mir bleibt an der Stelle gar nicht viel mehr zu sagen, als dir recht, recht herzlich zu danken für das, was du uns auch dieses Jahr wieder mitgegeben hast. Allerbesten Dank. Es war großartig und ich glaube, ich werde auch in den ganz vielen Büchern nochmal nachlesen. Ich werde das mir anschauen, und ich werde auf jeden Fall dieses Modell ab dem heutigen Tage mit ganz anderen Augen sehen. Das habe ich dir zu verdanken. Allerbesten Dankeschön. Dank. Ich habe noch eine Sache wirklich vergessen, und zwar die jüngsten Menschen, mit denen ich wirklich auch diese 160 Fragen gemacht habe. Da hatten wir uns vorunterhalten, ja. Das ist mir gar nicht mehr hingekommen. Ja. Ich hatte einen Auftrag von einer Schule, eine freie Schule, Grundschule, Volksschule und auch die ersten Jahre der weiterführenden Schule. Ich weiß nicht genau, bis wohin das dann geht. Und das wächst auch so mit, die Schule. Sie ist im Wachstum sozusagen. Und erst dieses, ob ich das mit den Eltern machen könnte, das Riemann-Modell online. Ich rede hier von Dezember 2020, also da voll im zweiten Lockdown, November, Dezember. Und dann war klar, was machen dann die Kinder und kannst du das auch mit Kindern machen? Da habe ich gedacht, also 160 Fragen, das ist nicht klar. Und auch die Lebenserfahrung, die einem dann auch noch fehlt in einem gewissen Alter. Und was soll man da antworten und so weiter? Und dann, das war mein erster Impuls, geht auf gar keinen Fall. Dann habe ich gehört, man kann schon auch mit 12-Jährigen etc. Schon einen umfangreichen Fragebogen machen. Wichtig ist, dass sie Zeit dafür natürlich haben, dass sie es vielleicht auch nicht an einem Stück machen müssen. Gerade online kann man das ja schon 3 Tage vorher verschicken. Die Eltern, die mit unterstützen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, es wäre wirklich ein Experiment für mich. Ich habe es auch erst mit unseren eigenen Kindern ausprobiert. Die Jüngere war damals 12 und die Ältere 17 und die wollte ich natürlich nicht ausschließen. Und ich dachte nämlich erst von 40 Fragen pro Typus, kann ich ja sonst vielleicht 10 nehmen pro Typus, dann greife ich natürlich schon ein, welche nehme ich. Mhm. Und dann hatte dann unsere eine jüngere Tochter eben auch gefragt, Mama, was bedeutet denn das und das? In der einen Frage habe ich ihr erklärt und dann sagt sie, strahlt und sagt, ja Mama, das trifft voll auf mich zu. Und ich dachte, zum einen sehe ich auch so und zum anderen, wenn ich diese Frage jetzt rausgenommen hätte, hätte dem Kind das so gefehlt, also welche soll ich da rausnehmen? Und zusammenfassen geht auf gar keinen Fall, jede Frage steht ja für sich. Und dann eben, als ich dann nochmal bestätigt wurde, man kann auch viele Fragen, habe ich gesagt, okay, wir probieren es. Es ist kein Leistungsdruck, dass man das, man muss auch nicht alle ausfüllen. Man kann ja auch mit gewissen Fragen dann arbeiten, die man halt hat, also um dass da nicht so ein Druck ist, wie die Kinder es halt schaffen wollen. Habe gesagt, ab 12. Im Endeffekt waren wir dann auf Zoom sehr viele und eben, ja, ich habe dann doch mitbekommen, da waren 2 10-Jährige und ein 11-jähriges Kind dabei. Und die hatten so eine Freude dabei, dass ich dachte, ja, wo wollen wir eigentlich da eine Grenze ziehen und was ausschließen? Das ist vielleicht auch eine Selbsteinschätzung oder Elterneinschätzung mit zusammen und Lehrkräfteeinschätzung. Also jetzt habe ich wirklich Erfahrungswerte ab 10. Und ich habe Folgendes gemacht schon vorher. Das zeige ich einmal kurz. Beim Original ist immer der Originaltest noch hier von Herrn Rute. Und ich habe mir dann erlaubt, weil oft Nachfragen kamen, worum geht es hier, gerade wenn man sich entscheiden muss mit einem Komma, der erste Satzteil, dem stimme ich zu, dem anderen aber nicht mehr, worum geht es, habe ich aufgrund der Jahre mit der Arbeit, diesem Test unterstrichen, was ich glaube, ich sage immer, das ist nur von mir, das ist mit Rute abgesprochen. Okay. Wo sind hier die Schwerpunkte des Satzes, worum geht es, um eine Hilfestellung zu haben, um ein Ja- oder Nein-Kreuz zu setzen. Und genauso habe ich dann, manche haben Migrationshintergrund oder auch sind hier geboren und haben gleichzeitig Fragen, habe ich mir dann erlaubt, Richtung leichte Sprache in Klammern dann nochmal eine Ergänzung zu machen oder ein Synonym. Mhm. Und bei den Kindern habe ich dann, es gibt schon ein paar Fragen, da geht es um körperliche Nähe, Klammer auf Sexualität, Klammer zu, habe ich gedacht, die Frage möchte ich jetzt auch nicht wegnehmen. Worum geht es hier? Gerade Nähe-Distanz-Fragen sind das dann, Typus, die da hinleiten und es nicht Dauerwechselfragen. Und da habe ich dann zum Beispiel aus körperlicher Nähe, habe ich entweder Kuscheln oder sowas gemacht. Also da habe ich zum ersten Mal eingegriffen
Habe mir das aber alles kenntlich gemacht, was ich verändere, und habe dann den Begriff, den Fragebogen, aber auch nicht Kinderfragebogen nennen wollen, weil die Datei wird ja online dann als Dateiname weitergegeben. Das fand ich für die Kinder blöd. Ich habe ihn verständlicher genannt, und die Eltern, die davon wussten, wieso ich das verändert habe, haben alle entschieden, wir machen den gleichen wie die Kinder. Also haben sie dann alle die verständlichere Version gemacht, die aber ganz nah natürlich am Original ist. Und so konnten wirklich, also war es nochmal inklusiver, als ich gedacht hätte. Ja, wunderbar. Das heißt also, du hast diesen Fragebogen sogar weiterentwickelt und hast die Erfahrung, dass es auch mit Kindern funktioniert. Das heißt also, man könnte den durchaus jetzt in Schulen einsetzen, von, ja, sag ich mal, ab Grundschule 10, genau. Also da muss man vielleicht schon ein bisschen gucken, aber man kann damit viel arbeiten. Man könnte das in AGs reintun, in Projekttage mit reintun. Man kann da die Konfliktbearbeitung rantun. Also man kann, also mir entsteht schon gerade eine Unterrichtseinheit, eine Projekteinheit, die man anhand dieses Themas gestalten kann. Und danke, dass du uns das mitgegeben hast. Danke. Jetzt ist halt nur der Punkt, dass dieser Test bei mir hier als Datei existiert, PDF, ich es in meinen Seminaren entsprechend bearbeite, weitergebe etc. Und ich auch mit Herrn Rute damals, als die eine Teilnehmerin sagte, sie schaut sich das dann auf YouTube an, die Auflösung, und ich sagte, gibt's nicht, dann habe ich danach Herrn Rute angerufen. Ich dachte mir, ich probiere das, und kam auch wirklich ihn ran. Ich fand es auch ganz toll, mit ihm zu telefonieren. Er war ganz überrascht über so viel Wertschätzung für diesen Test und für dieses alte Buch hier. Und er schrieb damals gerade, glaube ich, sein, weiß ich nicht, also vielleicht war es wirklich 180. Buch. Also er hat viele Bücher geschrieben, aber ich weiß nicht mehr, eine hohe Zahl. Aber das ist das, also ganz viel kirchliche Bücher auch, genau, er hat auch kirchliche Fragen drin, da kann man aber auch gut mit umgehen, wenn man damit nichts zu tun hat. Und er hat auch gesagt, wenn ich was hätte, wie man das auf online bekommt, den Fragebogen, darf ich mich an ihn wenden, und er freut sich, wenn ich da irgendwas, aber er schafft das nicht. Und es gibt auch eine Kollegin, deren Mann da vielleicht Interesse hätte, daraus einen Online-Fragebogen zu machen. Also das ist noch, vielleicht geht das noch irgendwie weiter. Keine Ahnung, vielleicht hört auch hier jemand zu und denkt, ich habe da eine Idee. Also ich finde, das dürfte schon mehr bekannt werden und nicht vielleicht zu hochschwellig in einem Buch sein und dann da so drin sein. Also wie auch immer. Ja, also da auch nochmal die Öffnung oder die Einladung, wenn jemand sagt, das hat mich gepackt, das finde ich spannend, das will ich auch online bringen, dann gerne sich bei dir und mir melden, sodass du da die Weiterentwicklung auch noch angestoßen hast für dieses und das Thema. Dass das hier weitergeht und also auch gerade dieser Test ins Internet vielleicht kommt und dadurch auch nochmal präsenter wird, weiter wird, genau, zugänglicher, sichtbarer. Ja. Weil das ist wirklich... Großartig, dem bleibt nichts hinzuzufügen. Nee, jetzt auch nicht mehr. danke. Und danke auch. Alles Gute für dich. Ebenso. Ciao. Tschüss.